Oh. Okay. Bleib kurz am muted. Heißt, wir sind erstmal noch alleine. Und sonst auch sonst gerade noch niemand da, also. Wollen wir ein bisschen ruhiger. Moin, moin. Moin. So, das kann mal alles weg. Wo bin ich stehen geblieben? Beim Leder. Genau, ich wollte noch ein paar Schweine jagen. Du bist schon drin? Ja, Server schon offen. Holzpfeile. Zum Schweinejagen. Ich habe bei Haus übrigens noch nicht angeguckt. Alles gut, alles gut. Muss ja auch was tagsüber sein, sonst. Was hat denn hier eine Tanne gepflanzt? Ja, das habe ich auch gesagt. Das letzte Mal, wo ich da war, mitten im Dorf, eine riesen Tanne. Ich meine, es ist nicht schlecht, wenn wir mal wieder ein bisschen aufförstern hier, aber. Hallo Grayling. Gibt's in der Nacht auch? Bist du schon drauf? Oh, da kann ich noch schnell schlafen gehen. Startet grad. Schnell. Nein. Ah, Mist. Ja, egal. Ja, kann schlafen gehen. Moin, moin, moin. Ich muss erstmal hier. Schlafen gehen? Ja. Okay, ich bin dann muss ich zur Burg zurückrennen. Ich habe hier noch kein Bett. Bin seit Ewigkeit. Ach, ein Skelett. Bin seit Ewigkeit mal über Sprinten 40. Oh. Ich habe da nichts mehr zu gegessen, hey. Ich bin ja bei 25. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ach, Mann. Also irgendeiner. Ja. Donnert doch irgendeine Wand. Geh auch gerade, lass uns einfach schlafen, dann können wir. Ja, ja, ich gehe jetzt erstmal rennen. Ach, du bist hier. Ja, ja. Mal kurz die Kohle nachlegen. Ich liege. Ja. Ich jetzt auch. Hallo? Jetzt. So, ich nehme heute alle Banner vor, dass sie ja auch mal alle hängen. Und so ich überlege. Ja so viel fehlen ja nicht mehr. Ne, das ist richtig. Und ich habe überlegt, wenn dann hier der Ofen weg kann, den können wir dann auch rausstellen. Genauso wie die Spindel. Kann hier vielleicht noch. Ist es. Wo war denn das da? Beim Möbel dieses Badezauber hin. Der Boden erzittert, wir haben einen Raid. Ich ernst jetzt? Der Boden erzittert, was kommt denn beim Boden erzittert? Ah, der Troll. Oh ne, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Mein Feld! Die machen alles kaputt. Naja, kommt über das, sehr gut. Ich dachte, da greift mein Feld jetzt an. Aber wo? Ah, auf der Insel und hier direkt an der Mauer. Na komm, los. Komm her. Moin Partner. Ja, und ich muss den und ein Heilwohl sein Pappnase da, seine Kuh. Ja, die was hat mit die der Station, die hat die Station kaputt gemacht. Und Trolle hier. Ja, die Trolle kämpfe ich doch schon. Wo bist du denn? Ja, hier. Du bist doch nicht bei den Trollen. Natürlich habe ich hier zwei Trolle. Aber vom Feinden. Am Feld. Bei mir sind auch zwei Trolle. Hä? Ich bin. Ja.
Aua. Sind da noch zwei? Hin. Und jetzt bist du dran, Junge, komm raus. Lass doch das Feld gehen. Blöde, Trollblöde. Entschuldigung. Da ist noch einer unten an der Mauer. Wo? Aua. An der Mauer direkt. Ein Troll, bei mir war ein Goblin, Entschuldigung. Nee, wie heißen die grünen Kerle? Aua. Und jetzt kommt eine Mücke. Aua. So, Troll, okay. Troll, ja. Der andere habe ich schon erledigt, der war drin. Ich habe keine Pfeile mit. Natürlich blöd. Also Nahkampf. Ja, ich will mal die mittlere Maustaste ausprobieren. Bam! Oh! So. Zack, mittlere Maustaste ist richtig gut. Ah, ich habe verkehrte Schwert noch dabei, fällt mir auf. Was hat denn der eben angegriffen? Wer? Der Troll, du hast doch gesagt, der hat irgendwas angegriffen. Ja, der hat das Feld da kaputt gemacht. Nicht der Troll, die... Kobolde. Wie heißen die grünen Kerle wieder? Kobolde. Kobolde. Schleimke, warte, kannst du das hier mitnehmen? Hier in der Ecke. Ja, da sind auch viele falsch gepflanzt, guck. Nee, da hinten sind alle falsch gepflanzt. Nein, die sind schon groß. Die wachsen gerade groß. Die sind schon groß. Ja, nee, sah einem so aus, ja. Die sind schon groß. Und das blöde Vieh hat hier die Hütte kaputt gemacht. Welche Hütte? Ja, den Tisch. Also ja, das Cyro muss es mal kaum. Genau. Es steht nur im Weg rum. Käfig machen irgendwo. Ja. Irgendwie sowas. So, das kommt noch hier hin. Das Stein nehme ich mal mit. So, die Trophäe. Gut, das. Oh, hier sind noch Spindeln. Stein räume ich mal zu Hyrule. Den wir eh hier ganz groß bauen. So, so. Hey, jetzt weiß ich warum. Hier war eine Mücke. Hier liegt nämlich ein Stachel rum. Ich habe eine Phantose. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Bist du Echo? Dein Username sagt mir gar nichts. Phantose, sehr gut. Heb auf. Kannst du mir am Mittwoch mitbringen. Echo, Sascha? Vielleicht bist du auch Sascha. Echo, Sascha? Ja, ich glaube, das ist einer aus meiner Berufsschulklasse. Ach so, hab hier eine Pfanddose. Ich sammle immer die Pfanddosen von den allen. Ich krieg da ein halbes Vermögen von denen, sag ich dir. Ja, natürlich. Die süffeln so viel Red Bull, das glaubst du gar nicht. Pfanddosen sind cool. Ja, die schnippen immer alles mit, weil die wollen immer, die werfen sie auch immer weg. Und dann denke ich mir, warum? Wo muss ich denn? Zwischenprüfung dicker. Ach komm. Zwischenprüfung ist nicht schwer. Machen wir ohne Probleme. So, hier sind auch noch Zwiebelsamen. Brauche ich jetzt noch für die ganzen Banner. Hier. Also das habe ich. Das habe ich, das hier fehlt mir noch. Himbeeren muss ich nochmal sammeln, ich muss eh noch Schweinfell holen. Himbeeren und Karotten brauche ich noch. Wo ist noch der ganze Rest? Ich meine, Zuzi Mortal kommt später. Hyrule hat gesagt, er kommt nicht. Wonder kommt Freitag nicht. Graf? Weiß ich nicht, wo der ist. Und der Rest auch keine Ahnung. MD. Dünn besetzt heute. Ja, heute sind wir wirklich dünn besetzt. Super. Ist hier schon die ganze Zeit das Gras nachgewachsen in der Hauptbase? Ich hab dir gesagt, da hat irgendeiner das Gras gewachsen lassen um Brunnen. Hab ich letztens gesagt, wo ich dort war. Hey, nee, um den Brunnen, hier ist ja überall. Ja, quasi alles. Ich weiß nicht warum. Ja, da hab ich mal eine Pfeile hin. Philipp! Ich will das Game nicht. Ich will das Game nicht. Danke für die 10 Liegestützenkörper, die mache ich das gleich sofort. Sehe eh gerade kein Wildschwein.
doch, da vorne sind Wildschweine. Ich mach die Wildschweine und dann. Für was brauchst du eigentlich Wildschweine? Für die Banner, 6 Leder immer pro. So. Ich glaube, ich hab noch einige. Also, super, ich möchte auch mitspielen, hab das Spiel aber nicht. Ja, dann kauf's dir. Gute Investition. Sofern du natürlich spielen kannst. Ach, natürlich ist man. Die ganzen Trophäen. Edelholz. Edelholz. Edelholz auch weg. Deutschlehrer Ruhe. Was? Was Deutsch? Also erstmal Deutsch mit SCH, Philipp, aber ansonsten. Ja. Achso, ja, 10 liege ich jetzt nicht. Ich sehe gerade kein Wildschwein mehr. Aber es sind noch Himbeeren. Ja, machen wir auch ganz kurz 16 Nische. Machen wir ein Wildschwein? Ich kann die Wildschweine nicht mehr erkennen. Es sind so viele Baumstümpfe hier, die ganz abgeholzt worden sind. Es könnten alle ja, Wildschweine das, sein. Das stimmt, das stimmt. Oh. Hey, das gibt's so. Doch nicht. Warum habe ich denn hier so viel Trophäen? Wo ist denn jetzt die Kamera? Da. Hello, hello. Warum aber 10 Nische sitzen? Wieso denn Liegestütze schon wieder? Fühlt allein rum. Das ist ja furchtbar. Man muss ja auch fit bleiben. Sportliche Bewegung und so. Sport ist gesund. Da ist ein Grauling. Da ist ein Wildschwein. Sehr schön. Uha, ich höre schon wieder. Ich meine, das meinte ich immer. Texte zu überarbeiten. Ich höre schon wieder. Kobolde. Nee, was hast du da? Kobolde. Kobolde. Partner, sagst du eigentlich schon eine Idee wegen dem Plugin? Also, geht es oder geht es nicht? Also, gehen hast du schon gesagt, aber. So wie wir das vorhaben. Oder eher noch nicht so. Aber ich freue mich auch auf nächstes Projekt. Das Hardcore-Projekt wird. Schön. Seh nur Hirsche. Überall. Alles voller Hirsche. Wildschwein, ich hab schon alles erledigt, bis auf Synthesizer-Test. Ja, nice. Das ist krass. Wie gesagt, stress dich nicht, wir brauchen eh noch eine Weile bis zum Hardcore-Projekt. Von daher. Nice. Mega. Vielen, vielen Dank. Aber wie gesagt, leg da jetzt gerade keine Priorität drauf, wenn du wichtigere Dinge zu tun hast. Es dauert noch eine Weile. Hyrule ist heute nicht da. Nee. Da ist noch ein Wildschwein. Hallo Kamöffel, hallo Schleimkiller, sagt Kamöffel. Oh, hallo Kamöffel, ja, lese ich gerade, hallo. Du siehst es und liest es. Ich muss mich ja mal melden, hi an alle. Hallo. Ach, du hast gerade gemutet, Schleimkiller. Ja, ja, weil ich Ö geschrieben habe. Ach so, hast du Ö gelegt, okay. Hallo. Ich mache total auch nur sekundär weiter, weil ich noch einen. Hier, das Dorf hat sich ja total verändert, weil die Hütte weg ist. Hätten sie doch stehen lassen, Mensch. Ja, wie gesagt, Partnase, das soll ja auch kein Pups sein. Was für ein Challenge. Das. Und hallo, Partnase. Sehr gut, Kamöffel. So haben wir dich gut erzogen. Und hier hat er alles kaputt gekloppt. Hier, es kann doch nicht sein. Ich konnte mich auch noch mal ins Spawnende, wo hier überall noch Bäume waren. Hä? Wo suchen die Bachen da? Wo sind da dann vor allem, wo ist der Mann der Stunde? Ja, gute Frage. Also erst Smalltalk und Suzi kommen später. Und Hyrule hat abgesagt heute. Wondon kommt freitags nie. Wobei er vielleicht gestern nicht war, aber dann kann er vielleicht heute, I guess. Weiß ich nicht, wie das funktioniert. Oh, jetzt habe ich verfehlt. Ich habe hier 49 Lederreste, die bringe ich gerade mit, ja. Gut, dann muss ich auch nicht weiter sagen. Jagen. Wenn das dir reicht. Das reicht mir. Na, dann gehe ich zum Spawnportal. Ich glaube, ich fäll jetzt erstmal nichts mehr, glaube ich. Oder tue ich das? Eigentlich nicht.
Gut, wir haben ja auch eine Lizenzerwärmung. Dann gilt immer weniger hier. Tut hier, by the way. Ich verstehe deinen Satz nicht, Partner, aber ich muss euch auch nicht verstehen, solange Philipp es versteht. Hat Nase. So. So. Genau, es ist Mordhot und Suizid-Trefftag. Dann brauchen die immer 3 Jahre, bis die irgendwo hinkommen. Warte mal. Du bringst Fell mit, hast du gesagt? 49 hab ich. Das ist gut. 49, ja. Die Feder kommt da rein. Holz kommt da hin erstmal. Edelholz brauche ich noch. Essen kommt hier oben rein. Pilze. So, die Blaubeeren brauche ich noch. Blaubeeren habe ich auch. Ja, habe ich schon. Blaubeeren habe ich. Die Moltebeeren haben wir. Ich brauche noch Löwenzahn und Karotten. Ich auch gerade gesehen. Soll ich mitnehmen? Löwenzahn wäre gut. 2 Stück. Irgendwann hatte ich auch noch 2. Ja, genau. 2 Stück brauche ich. Und Karotten. Alles andere... Müsste ich alles haben. Löwenzahn... Das Gras wächst ja hier wirklich überall. Hey. Ich sag ja, da hat irgendjemand richtig losgelegt, du. Oder wächst es, wenn wir nicht da sind? Nee, kann doch nicht sein. Weiß ich nicht. Also, Löwenzahn habe ich 39, Karotten 19. Ja, das reicht schon. Locker. Beides mitnehmen, ja, fertig. Ja, beides mitnehmen. Gut, Blaubeeren habe ich 30, Pilze habe ich genug, ja, okay. So. Wer hat denn da eine Stiegeleiter hier hingestellt? Ich habe doch da gar nichts verloren. So, was brauchen wir denn noch? Genau, ich will den langen, schweren Tisch machen, weil ich die Hoffnung habe, dass der auch bessere Gemütlichkeit gibt als der normale Tisch. Ich habe nochmal 2 Eisen für. Die haben wir auch noch, zum Glück. Ich muss, glaube ich, heute mal wieder Eisen farmen gehen. So wie es ausschaut. Ja, wenn ich mit dem Boot zurückfahren würde, dann könnte ich hier von der Basis ja auch noch ein paar Eisen mitnehmen. Wenn du mit dem Boot zurückfährst, wie viel Eisen hast du denn noch? Ja, muss ich gucken. Weiß ich jetzt nicht. Bin jetzt weg. Aber ich habe einige. Hier in der Basis, glaube ich, schon knapp 20, 22 oder so. Boah, der lange Tisch ist ja richtig. Der ist ja richtig lang. So, wir können sogar... Oh ja, ich bin oben... Ja. Wo soll ich denn die Sachen hinlegen? Die kannst du mir direkt geben. Direkt, gerne, komme ich hoch. Oh ja, also. Runde. Ja, ja, ich komme runter. Tanz mal bis eh du der, jawohl. So, einmal. Dankeschön. Zweimal. Dankeschön. Dreimal. Dankeschön. So, die Kohle brauche ich noch. Also wenn man heute nichts besonderes, dann fahre ich jetzt mal mit dem Boden, hol's Eisen. Ja, kannst du machen. Die Moltebeeren. Doch, mach. Wie viel Eisen? Also je nachdem, wenn es sich nicht lohnt. Wir können es vielleicht auch kombinieren, weil ich ja eh nochmal Eisen holen will. Also je nachdem, wie viel Eisen du hast, will ich auf jeden Fall nochmal Eisen holen. Ja, also ich sag dann Bescheid, wie viel ich hab und dann... Genau, weil wenn es können wir es gerade kombinieren mit meiner Schifffahrt. Was wollte ich jetzt? Das ist schon cool. Ach, Moltebeeren. Ach, wir haben keine Moltebeeren. Na gut. Hab ich aber auch welche. Der Tisch verrottet, aber das Brot, was da drauf liegt, nicht. Das ist auch gut. Unzerstörbares Brot. Ah, jetzt habe ich den Buff nicht gegeben. Mist. Naja. Ach stimmt, ich hätte ja auch. Naja, egal. Oh, ich höre Kobolde. Soll ich da bleiben, oder? Alles gut, ich höre sie am Feld. Das ist nicht cool. Ich fahre jetzt mal eine Runde, ja? Ja.
Turbine. Ach, Mist. Na, komm her. Noch eine Biene. Jetzt habe ich die Biene mit der Faust gehauen. Na komm, trau dich. Eins gegen eins. So. Okay, also Zwiebeln und Rüben wachsen ohne Probleme. Das ist gut. Dann geht komplett anscheinend gesund. Eine Ebene, kannst du alles anpflanzen. Ja. Und Maultisch muss man langsam herkommen, weil... Wir fangen wir den später an, die kommen nie, die Säcke. Ja, ja. Weil hier Dings Weizensoße wieder fertig. Klasse. Direkt vor meiner Nase, vor meine Füße in Hecht gesprungen. Warum nicht? War jetzt noch ein bisschen weit auseinander gebaut, aber naja. So, jetzt habe ich die Moltebeeren. Jetzt habe ich eigentlich alles für jedes Banner, glaube ich. Hängen wir mal auf. Dann bauen wir noch den langen Tisch. Aber für den Badezauber brauchst du auch noch 10 Eisen. Für was? Für den Badezauber. Achso, Schuhe. Oh, und ich habe den Läufer aus Wolfpelz noch nicht platziert. Den Boden. Badezube, nicht Zauber. Woher, wo fahre ich denn hin? Oh, ich habe Zauber gelesen. Tja, wo hängen wir die hin? Hier? Da oben? Hier an die Wand. Machen wir das hier noch. Das hier noch. Ah, es fehlt doch noch eine Moltebeere. Eine Moltebeere fehlt. Ach Mann. Die nochmal holen. Da liegen auch, glaube ich, welche bei der behaarten Kuh. Oha. Da haben wir direkt vorbeischauen. Ah, stimmt, der Heibo wirft die immer direkt dahin. Mhm. Hallo, darf ich deine Moltebeeren klauen? Da liegt nur eine Nadel. Habe ich eben auch schon eine aufgesammelt, hat er noch ein Viech gekillt. Boah, sind hier viele Steine auf dem Meer. Oh, da ist direkt einer, wunderbar. Jetzt bin ich in der falschen Farbe. Kann ich direkt auch das Ding noch füttern. Komm, Möffel, wie geht's dir so? Ich krieg's auch noch direkt mit, so. Wunderbar. Ja, hier bei dem Spiel. Ja. Kamöffel kann leider nicht mitspielen, ne? Sie kann schon, aber sie findet es zu gruselig. Ach so. Okay. Einwand genehmigt. Ach nee, warte doch, doch. Doch. Weiß aber, habe ich schon. Okay, gut. So, und jetzt sollte ich doch alle Banner hier hängen haben. Die Frage ist jetzt... Gemütlichkeit. Ja, das will ich jetzt gerade nachgucken, wie viel das gebracht hat unten. Ich glaube, so viel mehr hat uns das jetzt gar nicht gebracht. Gemütlich 11 und sobald ich mich hinlege, 12. Ne, 13. 13. Also hat es was gebracht. Obwohl das Feuer hier... Ach, Feuer hat kein Holz mehr. Oh. Man hat es vielleicht sogar noch mehr gebracht, weil vielleicht nur das Feuer nicht zählte. Oh ja, jetzt habe ich schon im Stehen Gemütlichkeit 13. Und ne, im Liegen auch Gemütlichkeit 13.
Also haben die ganzen Banner jetzt eins noch dazu gebracht. Jetzt habe ich genau die Schlange vor mir. Ich will jetzt keine Schlange. So, dann kann das dann wieder weg. Das kann weg. Das Leder kann weg. Die Karotten können da hoch. Die Nadel kann hier hin. Die Himbeeren dahin. Harz hier hin. Die Pfeile können auch hier hin. Obwohl, die behalte ich. Kann ich auch zum Jagen benutzen. Und die Kohle kann hier rein. So, dann bauen wir mal den Tisch nochmal ab. Und ersetzen den da oben. Das wird jetzt noch ein bisschen nervig, aber hey. Oh, ein Humpen ist ein Slot. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, ein Humpen ist ein Slot. Das ist wirklich blöd. Ja. So, einmal hier weg, hier weg. Du weg, du weg, du weg, du weg. Den Boden hier einzureißen. Auf mein Boden gehen, du blöde Seeschlange. So, hier sind noch irgendwelche Dinger? Nee. So. Jetzt aber hier den großen Tisch. Ey, das, die Schlange kämpft gegen die Trauzwerge. Auch nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Oh, wir haben ja sogar richtige Stühle mittlerweile. Ja. Oh, die kosten auch. Schwierig. Also einmal so essen. Kann der mich in Wasser vergiften und ich aber nicht essen, ihn schlagen. Pumpen. Essen. Naja, wir müssen mehr machen. Wir haben, wie viel hatte ich? 12 hatte ich. Heißt, ich hatte 16. Heißt 8 auf jeder Seite, heißt 3 auf jeder Seite und 2 am Kopf. Heißt unten. Hier. Essen. Unten. Essen. Unten. Warum komme ich jetzt an die blöden Schuppen nicht dran? Essen. Unten. Das ist schief vielleicht. Essen. Unten. Essen. Unten. Essen. Unten. Wunderbar. Jetzt das ganze Essen. Hier bin ich doch letztes schon mal gewesen und hab auch ein. Also wir machen hier das richtig krasse Essen hin. Und ich sehe wieder nichts, weil es hier irgendwie so dunkel ist. Dann kommt hier mal das Essen hin. Dann kommt hier das Essen hin. Nochmal das hier. Das hier hin. Das hier. Bisschen. Warum? Ja, I like. Den Rest des Essen muss ich mal in Zukunft ein bisschen essen. Was man mit Essen so macht, man isst es. Jetzt noch die ganzen Humpen verteilen. 3, 4, nein, so. Und 5. Nice. Dann haben wir das hier essen, das hier essen, das hier essen. Platz. So, wie mache ich jetzt noch mehr Humpen? 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 So, craft. Aber kann ich Humpen nicht machen? Da brauche ich noch 2 Harz für, das haben wir hier.
Welche brauche ich? Ich habe 4 Stück gehabt. Ah, ich mache einfach nochmal 4. Schaden kann es nicht. Ich komme da dann die Schuppen dran. Keine Chance. Pech gehabt. Ne, es fehlen 5. So, jetzt muss ich mal die Bötchen reparieren. 3. Fehlen 5? Okay. Ah, ne, ich hatte es bis zum Ende, es haben 4 gefehlt. Hätte ich gezählt. Und los. Mal, wo fährst du denn hin? Ja, nach in die Base und hol das Eisen. Achso, sag mal, wie viel Eisen ist denn dort? Ich. 20 oder so, ich muss gucken. Okay. Weil ich weiß, dass Maultasche auch noch welche ungeschmolzen in seiner Kiste hat. Ich nehme alles mit, was da rumliegt. Der benutzt das Zeug nie. Ah, okay. Na gut, dann. Und dann hat er doch die Rüstung von uns gekriegt. Das ist doch ein fairer Tausch. Alles gut. Das stimmt wohl. Ich wurde nur von so einer blöden Schlange aufgehalten. Hast du die Schuppen wenigstens bekommen? Ah, ne, hast du gesagt, hast du nicht bekommen. Die Schuppen habe ich nicht bekommen. Bin ich nicht dran gekommen. Passiert. Obwohl ich sie am Rand. Aber da fällt so steil ab, kommst du nicht hin. Alles gut. Tja, was machen wir jetzt? Kobolde jagen, da hört schon wieder ein. Ja, komm, wo bist du? Na? Wo ist er hin? Da haben wir es nicht jetzt geschwommen. Oh ne, da unten sind so 3 Stück. Jetzt wird's aber bei Level 1. 3 Stück könnten harmlos werden. Ja, sollen sie herkommen. Warum ist das denn so? Und da ist der Tod. Was, der Tod? Ja, hier ist der Tod. Der Tod, also der Geist oder Odin, meinst du? Odin. Aha. So. Aber die Kobolde ging jetzt relativ gut. Das freut mich. Den ganzen Scheiß muss hier mal weg. Das Gold muss mal weg. Du kann ich reparieren. Oh. Reparieren, ja, soll ich vielleicht auch mal tun. Bei uns wird Zeit, dass Maul hier antanzt. Das Feld wird fertig. Das hat einen neuen Job, ist direkt am ersten Tag nicht da. ...183 schon. Uiuiuiui. 183 was? Tag 183. Ach so, ah ja. Komm, ich denn die ganzen Köpfe da? Wenn irgendeine Kiste, wo Geld reinkommt. Naja, haben wir wirklich. Geh dann hier rein. Das Edelholz. Hier. Den Spaß reparieren. So. Maultasche, wo bist du? Kannst du, glaube ich, lang schreiben. Hatten wir hier nicht noch Schlüssel? Ja. Eine neue Spitzhacke wäre was Schönes. Eine neue? Ja. Bessere meinst du? Ja. 8 Schwarzmetall, 5 Ketten für ein neues Schild. Die Turmschild bist halt super langsam, aber mit dem Schild. Ich glaube, ich mache mir noch das neue Schild. Und dann gehe ich mal in den Sumpf damit. Hat der Wind schon wieder gedreht, Mann. Muss ich nur
Muss ich noch ein paar Ketten holen, Giftblast-Tränke mitnehmen. Also Kernholz, Edelholz noch. So. Stil. Ja, welchen Stil nehmen wir denn? Gute Frage. Das hier nehmen wir. Wie viel kostet das aufzuwerten? Ketten auch wieder. Ich... Na gut. So, die Wünscheroute lassen wir hier. Kommt hier unten rein. Schlüssel nehmen wir mit. Das Horn lassen wir hier. Nehmen wir die Sachen mit. Die Hake. Egal. Ach komm, die Hake lassen wir hier. Die Pfeile lassen wir hier. Bug. Legen wir den Karren. So, noch was? Nee, eigentlich nicht. Den ganzen Spaß weglegen, das dahin. Und ansonsten sind wir good to go. Ah doch, das Schild natürlich noch da. Aber das kann ich mal auch durch den Karren legen, wenn er kommt. Hat er auch mal ein gutes Schild. Aber Schleimkoloss, hast du doch gerade für ein Schild? Bitte? Du hast Schleimschuppenschild, welches Level? 2, glaube ich. Ja, 2 steht. Ne, was steht denn bei mir? Warte mal. Ich habe Level 3. Okay, gut, dann ist es egal. Und Level 3 hat Blockrüstung 72. Ja, ich habe auch ein Level 3 gehabt. Wenn ich jetzt so meins haben können, dann deins Mortal geben können. Ach, du hast dir jetzt ein Schwarz-Ding-Schild gemacht? Ja. Ja, das überlege ich mir auch die ganze Zeit. Ich gehe jetzt an den Sumpf und sammle nochmal Eisen. Aber mir gefällt das Schuppenschild so gut. Das ist richtig, das ist aber auch nicht schlecht. Das kannst du auch verschiedene Designs machen. Hab ich. Schöner Trolldöner. Ach, jetzt guckst du das Haus an, oder? Ja, ich hab's gerade gesehen. 4 Gold für Trolldöner. Die Inflation ist gestiegen hier. Als ich jung war, hat er noch 3 Euro gekostet. Tja, es wird alles teurer. Das Leben ist hart. Ja, ich muss eh mit dem Schiff fahren. Ich komme auf dem Rückweg vorbei, wenn du willst. Ja, ich überlege gerade wohin und ich muss auch noch das Eisen noch sammeln und alles mögliche. Achso, naja gut, dann... Haben wir noch eine alte Spitzhacke? Nein, schade. Dann, ja. Warte mal, wo ist denn unser... Unser Großbrot ist untergegangen, ich weiß, aber ich habe die Nägel doch eingesammelt. Die liegen ja auch nicht mehr. Ich habe die 100% eingesammelt, ich kann mich genau daran erinnern. Ja, das hast du gesagt, hast es ja. Wir müssen ja 100 Eisennägel, die können ja nicht weg sein. Steht da am Hafen eine Truhe? Ja, da haben wir auch schon reingeguckt, aber. Nichts. Also an dem alten Hafen. Warte mal, also an der Anlegestelle. Irgendwas stimmt hier oben nicht. Ach, da ist ein falsches Dach platziert worden. Schrägdach ist falsch. Nein, 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 nicht fallen. Au. Das Schrägdach ist falsch. So. Da ist noch ein falsches Dach, wo Schrägdach. Ja, habe ich gerade. Ah, und da fehlen auch noch mal, da fehlen auch noch Balken. Das ist noch von dem Blitzschlag. Ach, von deinem Vernichter oder wie das Ding heißt. Ja, genau. Das fehlt noch und das fehlt noch. Genau. So, jetzt so. Das Mehl durchkreuzen und dann habe ich es geschafft.
So, aber eigentlich müsste es reichen, wenn ich mit einem kleinen Boot da rumfahre, oder nicht? Beziehungsweise, wo ich hin will. Das Ding, der Sumpf haben wir komplett leer geräumt. Heißt. Wo sind denn unsere ganzen Schiffe? Wir haben ja noch. In der Hauptbase haben wir noch ein Schiff. Da muss ja ewig fahren. Der Sumpf da ist relativ klein. Eigentlich müsste ich hier runterfahren. Oder halt wirklich doch dahin, wo Zuizi seine Base macht, aber da wollte er nicht, dass wir da farmen. Ach, ich habe die Stühle nicht wieder aufgebaut. Bin ich blöd. Bei mir steht eine rum. Naja, alles gut, ich habe das Edelholz, ich habe nur die Stühle nicht. Ja, dann machen wir Edelholz. Was sagen, ich hatte so viel Edelholz übrig. Irgendwas. Ah ne, ich weiß warum, weil ich die überlegt habe, die neuen Klassenstühle zu machen. Aber die alten machen es auch erstmal. Die machen auch ihren Job. Jetzt bin ich ausgeruht. Genau, jetzt die Frage, in welchen Sumpf gehe ich? Gute Frage. Soll ich mir noch den Buff holen? Ja, wenn ich mit dem Boot fahre, muss ich mir den Buff holen. Sonst rege ich mich nur wieder nur im Wind auf. Ey. Der Wind hat mich vom Kurs abgebracht. Haben wir jetzt eigentlich noch. Aber Zuizi wäre es aber so schön einfach, da jetzt zu farmen. Warum will Zuizi nichts für in seinem Sumpf? Einfach nur die Dinger da leer looten. Macht doch gar keinen Sinn. Bist du bei Zuzi im Sumpf jetzt? Na, ich überlege da hinzugehen. Aber der Brust muss man eben. Na, geht. Will mal abholen. Aber da ist auch kein Boot mehr, soweit ich weiß. Aber hier am Hafen müsste doch ein Boot sein. Oder hast du das gerade geholt? Ich habe bei mir am Hafen mein Boot genommen. Also müsste ja hier im Dorf noch ein Boot sein. Mit dem MB und Graf letztes gefahren sind. Und hier an der hauptalten Base, da steht noch eins. Ja, ja, genau, das meine ich. Ja, da bin ich gerade unterwegs. Da bin ich gerade unterwegs. So wie ich die Sache sehe, haben sie mir hier ein Boot kaputt gekloppt. Nein! Ah, shit! Noch eins? Wenn man rückwärts fährt ist und einschlägt, muss man gerade den Gegensatz einschlagen. Ja. Das habe ich vergessen. Ach, haben wir da nicht. So. So. Denke, soll ich noch ein bisschen warten mit dem Wind? Weil wenn ich jetzt drücke, dann hast du perfekten Gegenwind. Naja, geht eigentlich. Ich will eigentlich links abbiegen. Naja. Gib mir mal Gegenwind. Mein Boot kaputt gekloppt. Ja. Oh, ich trage zu viel. Das ist natürlich nicht so schön. Dann suchen wir uns jetzt eben einen Sumpf. Wozu sie weint. Wenn ich ihn. Hier oben ist auch ein Sumpf. Warte mal. Fahren wir nochmal da hin. Schlüssel habe ich dabei. Spitzhacke habe ich dabei. Ach, ich muss ja andauernd die Spitzhacke reparieren. Wenn du nur eine Spitzhacke mit hast, ist das blöd. Ich habe auch nicht meine Geweihspitzhacke. Wir hatten keine mehr in der Kiste. Oh, die Spitzhacke muss ich auch mal upgraden. Wie gesagt, ich grade die ab und dann kriegen wir direkt einen neuen Spitzhacke oder was. Schön.
Könnte passieren. So will's laufen. Mag zu viel. Warum denn jetzt schon wieder? Okay, dann schmeißen wir das mal alles raus. Oh, wie lange schon Karten? Vier noch. Dazu umspielen, das hab ich auch. Kann ich doch das Reisen, wo ich dann in einen Rutsch transportieren. 20 Holz, 10 Nägel, die haben wir dann. Das ist schon sehr angenehm, den ganzen Weg mit Wind zu fahren. Ja. Muss ich ja so sagen. Aber manchmal gönnt es dir nicht. Ja, dazu habe ich einen Buff. Ach, du hast ja den Buff geholt, ja? Das ja. Hier draußen das laufen jetzt vier Wildschweine rum. Vorhin hast du gesucht. Na gut, aber ja. Aber fast ein Leder gehabt, also von daher. Ja, ja. Alles gut. Gut. Passt schon. Passt. Was haben wir denn noch? Okay. Ich bin doch ewig nicht mehr Boot gefahren. Weil ich so lange nicht mehr gefarmt habe. Ich glaube, das letzte war sogar bei dir. Als du mich am Sumpf abgeholt hast. Ah ja, genau, ja. Ja doch. Könnte passen. Könnte passen. So, ich werde mir da mal zusammenkratzen, was wir hier rumliegen haben. Noch eine Seeschlange vielleicht? Und hier rennt ein Schwein mitten im Dorf. Auch vielleicht sogar vielleicht das Grafschwein. Nö, ist ein wildes. Sehr gut. Mac mit. Und da ist ein Troll. Die blaue? Ja. Was denn sonst für ein Troll? Die gibt's andere Farben. Ja gut, wenn sie Level Up sind, das stimmt. Und dann ist das nicht mehr so witzig. Das ist wohl richtig. Brauchst du noch Schuppen? Nö, ich weiß nicht wofür. Weil, ja deswegen, weil der Maultasche hat dir noch Schuppen. 8 Stück, die hat schon gegeben, die hat er nicht benutzt. Ich habe ihm ein Schild Level 3 reingelegt, aber er braucht es auch nicht zum Upgraden. So, schaffst du in einer Minute noch anzukommen? Da habe ich noch meinen kompletten Rückenwind. Aber ich muss ja sagen, mit so viel Rückenwind bin ich jetzt gar nicht so weit gekommen. Ich räume mal meine Karte auf. Ich hier am Boot fahren bin. Flucht. Ja, brauchen wir auch nicht 5 Markierungen. Auch nicht 10-mal. Das kann alles weg. Das Kupfer kann alles weg. Die Höhe kann weg. Das kann auch weg. Du kommst da rein, du kommst da rein, du kommst da rein. Da wir alle Dungeons gelootet haben, kann der Spaß auch alles weg. Sehr angenehm. Diese Ebene ist weiß ich. Das Kupfer erledigt. Achso, da habe ich noch schwarz. Da schwarz da, das haben wir auch noch mit. Ich trage schon wieder zu viel. Ja, ja, schon gut. Kupfer? Ne, wir brauchen Bronze, ne? Oder brauchen wir Kupfer? Was? Bronze brauchen wir. Kupfer brauchen wir gar nicht mehr für Leuchten oder sowas? Nee, ne? Naja, ja, nimm mit, nimm alles mal mit rüber. Was soll's? Dann muss ich gucken, was ich. Eisen. Kupfer. Doch, der Wandleuchter ist Kupfer, ja. Hier. Zinn. Auch noch. So, es sollte doch eigentlich hier ein Sumpf sein da vorne. Und mein Rückenwind-Buff ist weg. Na, da vorne sollte er kommen. Sehr gut.
bewegt sich hier rüber, dann hast du mal ein Schlangenfleisch. Jawohl, da ist er doch. Hast du so ein Schlangenfleisch? Das gibt's gar nicht. Halt. Ich hätte mir eine Schmiede mitnehmen sollen, um wenigstens irgendwie meinen Spitzhacke zu reparieren. Das kostet die Schmiede 6 Kupfer. Ist hier auch nicht. Und ich müsste einen Schmelzofen machen. Ach. Okay, willst du mir eine Schmiede vorbeibringen? Ob ich dir mal schnell eine Schmiede vorbeibringen kann? Ja. Was brauchst du denn da? Ich brauche einfach nur eine Schmiede. Damit ich meine Spitzhacke reparieren kann. Ja, eine Schmiede und irgendwas zum Upgraden. Also Schmiede Level 2 brauche ich. Ja, was brauchst du denn am Material? Ich brauche für den... Ich brauche irgendwo eine Schmiede ab. 6 Kupfer, 10 Holz, 4 Kohle, 4 Stein. Und irgendein Upgrade-Ding heißt, keine Ahnung, ein Schleifstein, 25 Holz oder so. Kohle habe ich ja vielleicht gar nicht mehr, 50 Stein. Du hast gesagt, ich kann das Brot einfach abbauen, ne? Du kannst was? Das Brot abbauen. Wo denn Brot abbauen? Nein, ob ich ein Brot abbauen kann. Ja, na klar, du kannst abbauen und da hast du die ganzen Teile wieder und kriegst dir die Teile wieder. Okay. Wenn du musst dann gucken, dass es nicht zu tief ist, dass es absäuft alles. Klar. Ja, klar. Hier ist auch noch ein Schnee. So, sind wir hier an Land, das blockieren wir uns kurz. Boot. So, wenn du mir eine Schmiede vorbeibringst, dann kann ich in der Zeit schon mal losgehen. Guck mal, was ich da brauche für die Schmiede. 3. 3, was brauche ich denn für eine Schmiede? Wie gesagt, 5 Kupfer, Eisen. Schmiede. 6 Kupfer, 4 Kohle, 4 Stein, 10 Holz. Ja, okay. Weil ich habe Gewichtsprobleme. Kannst du jetzt Brot packen? Ja, ich will das ganze Eisen mitnehmen und Zeug hier. So. So. Hatte einiges drin rumliegen. Dungeon, wo seid ihr? Irgendeiner kommt, wer kommt? Suizi. Hi. Ihr seid ja nur zu zweit. Ja. Ja, ihr habt uns ja verlassen. Es tut mir leid, ich war noch beim Maultasch und dann bin ich noch ein bisschen mit ihm mitgelaufen, weil er ja heute was mit Freunden macht. Was? Maultasch kommt heute nicht? Nee, hat aber auch, glaube ich, gesagt. Aber ich habe extra den Titel für ihn benannt. Ja, das hat er auch gesehen. Er hat es auch kommentiert. Ja, er ist in der Stadt mit Freunden. Aber ich soll ausrichten, dass er gerne mitgespielt hätte, aber das halt leider vorgeht. Nee, eigentlich nicht. Stimmt, eigentlich nicht. Er könnte seine Freunde auch hier ranholen zu wandern. Ich wollte gerade sagen, warum hat er eigentlich andere Freunde als uns? Ja, das war auch, ja, vor allem. Und ich habe gedacht, ich habe meinen Schlüssel verloren. Und da hatte ich den Panik. Und meine Eltern waren nicht zu Hause, deswegen dachte ich, ja, gut, RIP. Aber er war in meiner Bauchtasche, wo ich meine Schlüssel normalerweise nie reintue. Warum hast du eine Bauchtasche? Weil ich ein Hoodie anhabe. Ah. So, rein in den Dungeon. Pilz wieder auffüllen, nice. Sag mal, du Blöde. Hast du denn einen Vogel? Nein. Jetzt bist du tot, hast du davon. Ach Mann. Hallo Schleim. Ich benutze jetzt übrigens mein eines Headset als Mikro und mein anderes als Hören. Nice. Also, falls es rauscht oder so, höre ich das nicht. Also sag's mir bitte. Ja, alles gut. Wenn es rauscht. Oh, das ist alles gut. Na, ich sende die Runde morgens Paket. Jo, morgen schon. Ja. Nice. Heute habe ich es leider nicht Killer. Mehr geschafft. Sehr nett, Killer, sehr nett. Ah, ich bin so doof. Ich habe dir gar nicht mehr geantwortet auf deinen lächerlichen Versuch, deinen KK zu
lächerlichen gut zu machen. Versuch. Dieses Cake kam so direkt rüber, das war so in meine Falle getappt. So in deine Falle getappt. Da hattest du, ich take sie finde ich tolle weg. Dann habe ich schon 6 Stück erst. Boah. 4 Stein, 4 Stein. Vielleicht können wir eine Spitzhacke ist schon ein Drittel weg. Machen wir das so einen Stress? Der Stress ist wichtig. Im Stress kommt nichts. Ach, der Grayling, den ich geload habe, letztes Mal ist wieder geheilt. Das ist so unfair. So ist ihn, ich hab, tot. Ich war mir nicht sicher, aber ich habe extra für dich, bin ich nicht in deinen Sumpf gegangen und habe es nicht Eisen gefahren bei dort. Das ist sehr nett. Ich bin extra woanders hingefahren, was mich sehr lange gekostet hat. Sehr, sehr nett von dir. Warum willst du eigentlich nicht mal in deinem Sumpf die Dungeons looten? Nein, ich brauch selber wahrscheinlich auch noch Eisen, da würde ich halt selber reingehen. Ach so, okay, egoist, also. Ja. Ich wohne ja hier. Das ist ja so meine Base. Und außerdem habe ich halt keinen Bock. So bei dir vertraue ich, dass du es nicht machst. Aber so bei MB und Graf, dass sie da irgendwie irgendwas halt verhässeln. Alles abgrasen. Ja, zum Beispiel. Hässlichen. Das Ding ist schlimmer. Ja, soll geht's noch mehr? So du wohnst Outback, ja schon dort. Haha, hua, hua, hua. Lustig. Ja. Ja. So, das ist erledigt, da ist auch Schlamm. Aber ein Sumpf ist doch nicht schön zu ziehen. Das hat was, das hat was. Die Atmosphäre, sie stimmt. Die Atmosphäre. So, jetzt auch kein Sumpf mehr. Kein Sumpf mehr, kein Dungeon mehr. Ein Skelett. Ein Drauger. Ach komm. Was ist das hier? Auch jetzt fällt wieder Stein. Oh, oh, oh. Dann war nicht von irgendwo ein Spawner davor. Da gibt's doch sicher eine Kette. Rechts auch noch eine? Ja. Hallo. So. Ich bin jetzt unterwegs. Oh, hier ist ein Geist. Hallo. Unterwegs ist jetzt gut. Jetzt kommt wieder Graylings, die mich hier weg. Weckern wollen. Sogar nein. Die Schamanen sind die schlimmsten. Was? Die Schamanen machen doch gar nichts. Ja, keine Ahnung, wir reden hier auf. Lies Level 1, jetzt wird's aber. Gott, schon mal Level 1. Ja, ein Geist ist, was da alles hinter dir her ist, ist ja nicht schlecht, ey. Ja, ja. Warum schießt du so schnell erst in 2 Bogenschützen? Ich kotze auf wen, so. Boah, pass auf, dass du nicht stirbst, ne? Das ist auch ein Spawner. Ja, von dem einen Level 1 Elite habe ich ein bisschen Schiss, wenn der zuhaut. Ja. Du hast jetzt auch nicht mehr so viel Leben. Ich könnte was zu essen vertragen, stimmt. Der arme Kerl ist ja vollkommen abgemagert. So. Boah, ich sehe nichts. Haut drauf! So, eine Kette im Anfang gesammelt und 18 Eisen. Ey. Hey. Besser als nichts. Ist das ein Dungeon? Ob ich der, wo ich vorhin war, oder ja, da kam ich her. Ach, ich stepp, ich hätte, naja, egal. Den Buff wechseln können. Naja. Ich kann den kann Buff machen, aber ich bringt die gar nicht viel, weil da noch nie Wind gibt. Egal.
Ich kann ja auf der Rückfahrt geben. Ah ne, doch, da hast du ihn auch, oder? Oder? Ja, normal schon. Wenn du einen machst, dann hab ich ihn auch, ja. Ja, aber das ist ja... Ich weiß nicht, ob der Buff dann auf mich nur zählt, oder... Was ist ja dann... Wir müssen mal testen, ob das dann funktioniert. Wir machen beide auf dem Boot dann, ich fahr links und du rechts rum. Mal sehen, wer es hinkriegt. Ja, gute Frage. Da fahren sie einander hin. Sehr gut. Oh, so ein cooles neues Geräusch mit dem neuen Schild. Tut's du raus. Hat eben angefangen. Kann sein, dass ich davon nicht gehört habe oder so. Passt wieder? Ja. Okay. Also du bist am Dauer-Talken, aber so leise, man hört nichts. Okay. Momentan. Du bist am normalen Sumpf, ja? Ja. Also, was? Nein, nein, nicht da runterfahren. Nicht an dem Sumpf, der ist leer. So. Der, ja, da sind alle, dann ist es leer. Ich bin in Richtung Zumüti gefahren. Ach, da oben bist du. Ah, Arsch. Dann bin ich ja schon verkehrt rumgefahren. Ja, das hätte ich auch mit dem Portal und so alles machen können. Da ist auch eine Schmiede. Das ist ja alles kein Problem gewesen. Aber der Dungeon ist leider komplett leer. Komplett leer. Der Dungeon ist leer, mein Gott. Ich habe alle gelootet davon. Bin mir da, Kammöffel ist zurück und Kammöffel, ich habe eine traurige Nachricht. Maultasche zeigt heute sich nicht. Er ist mit falschen Freunden unterwegs. Er hat uns verlassen. Ja, wir verlieren ihn. Ja. Ja, dann muss ich das Feld jetzt selber ernten heute. Er hat auch mehrfach gesagt, dass er es cool fand, diesen Auftrag. Ist das was fand? Dass er diesen, das mit dem Feld cool fand. Ja, ist gut. Vielleicht sucht er ja wirklich eine Frau. Ja, siehst du, ich hab's einfach gerochen. Er geht Party machen und kommt dann am Montag, den kann man dann zwei Bauer. Also meinst du jetzt, dass er ein Kind bekommen hat und das dann der Bauer ist, oder meinst du seine Frau? Ich meine seine Frau. Achso. Da haben wir ja drei. Richtig. Ich mach mir nur Sorgen, dass er das Kind bekommt. Ja, Kaiserschnitt macht das möglich. Ja, okay. Wenn du das sagst. Ich kenne mich in dem Kinderbusiness aus. Kannst du mir vertrauen? Okay, das klang extrem falsch. Bitte klippt das nicht. Danke. Geklippt. Und schickt es bitte nicht an den Start. Ups. Ups. Hast die Adresse vom Start. So, müssen wir einmal zurück zum Boot rennen. So, speichern, sehr gut. So ist die 20 Jahre Vater, ja. Also manchmal fühle ich mich auf dem Discord hier auch wie so ein Vater. Bist du? Ein bisschen. Ein bisschen. Busy. Ah, jetzt habe ich den Dungeon nicht markiert. Ach, da ungefähr. Ungefähr. Eine Suppe hier. Ich sehe nichts. Nichts. Da ist ja doch noch ein Spawner. Bei jedem Fisch, der hier rausspringt, zucke ich zusammen. Ja, das kenne ich. Vor allem die roten Fische. Da ja, ist ja. Ganz schlimm. Oh, hallo, Lichtraube Level 1. Och, jetzt habe ich meine Spechelattacke der Lichtraube verfehlt. Das Mikro klacken klang gerade exakt wie das von Maultasche. Ich dachte, Maultasche ist da. Als hätte Maultasche so ein eigenes Mikro. Hat er wirklich. Ach man, ich habe halt Ausgeruht-Buff nicht mehr, deswegen dauert alles so ewig im Sinn. Ich mag den Sumpf nicht, dass es hier dauernd regnen muss. Das ist auch der einzige Grund, warum ich den Sumpf nicht baue. Es regnet dauernd. Also nicht der einzige Grund dabei. Und dass ich neben dem Sumpf baue.
jetzt müssen wir einen Spawner weg. Jetzt stirbst du, Skelett. Danach sind die beiden Bogenschützen dran. Natürlich trefft ihr einfach beide. Und schon wieder keine Ketten. Geht mal auf die Ketten, wisst ihr das? Boah, ich sehe was. Zu sie, welches dein Lieblingskind fragt, Kammerfell? George. Hier ist ein gesunkenes Schiff mit Metall. Ich habe noch ein Kind, aber es ist halt George, weil es ist mein einziges Kind. Ja, okay. Respectable. So, bist du denn von Schleimkiller da unten? Lohnt es sich noch einmal in den Dungeon reinzugehen? Ja. Tust du raus wieder? Hilfe! Oh. Jetzt ist wieder weg. Immer noch? Nee, du bist schon wieder weg. Soll irgendwas, okay. Ich hab kurz ein Mausklicken gehört und dann. Weiß ich nicht. Dann ging's los. Dann ging's los. Ja, wie gesagt, ich hab aber. Ich muss nur mal gucken. Ich hab das Mikrofon, glaube ich, nicht mehr. Oh. Wie schon gesagt. Wie Mikrofon. Das Mikrofon vom Headset. Das war super. Also das, was dran ist. Ja. Achso, ja. Das kann man ja so reinstecken, abstecken. Muss nur mal gucken, weil ich habe ja. Ja. Aber da musst du mir auch nicht schicken, weil mein jetziges, also das neue Mikrofon hören kann ich damit immer auch gut. Also. So, ja, alles gut. Ich guck nochmal. Ja. George ist doch. Ich dachte, das wäre ich. Oh, komm, Büffel. George ist doch so dick und immer so gehässig. Mann, Suizid. Ich dachte auch, komm, Büffel wäre dein Lieblingskind. Die arme komm, Büffel, das hat sie getan. Oh, hat sie das hat verdient? Ich bin gerade voll verwirrt, hat komm, Büffel. Nein, warte. Vielleicht, wenn ich okay. Das jetzt mache, müsstest du auch Wind in mein, müsste Wind auch in meine Richtung geben. Muss ich hinlaufen, oder? Ich war gerade ganz kurz verwirrt, aber Kamöffel hast du gerade. Nö, okay. Sie hat einfach George Dick genannt. Ja, hat sie. Probleme damit? Nö. Hat sie recht, aber trotzdem. Gut, besser ist es. Ja. Ich bin gerade so verwirrt. Valheim. Hä? Alles gut. Du verwirrt Valheim. Ah ja. Nee, Killer, also, es ist ja nett, wenn du es mir schickst, aber wenn es kein Mikro hat, dann brauchst du es mir eigentlich nicht schicken. Naja, wie gesagt, ich guck mal, ich sollte eins hier haben. Ich weiß nicht, ob ich das alte weggeworfen habe oder einfach in eine Schublade getan habe. Weggeworfen. Ich habe halt Standmikrofon, ne? Oh, ich hatte keins am Headset. Ja, schon. Macht Sinn. Ja, das kann man ja einklappen. Nee. Manchmal hast du, also ja, nehmen wir was verschiedenes, es gibt ja verschiedene. Meins, das war quasi, das konntest du einfach so rausziehen. Reiterisch kannst du das auch nachbestellen, das Saves kannst du irgendwie bestellen. Warum komm ich jetzt eigentlich da hoch mit meinem Boot, fällt mir mal auf. Weil du doch. So, weil du deine Axt reparieren willst. Meine ja. Spitze, genau. Du kannst auch schon 30 Eisen mitnehmen. Die kann ich nicht mehr mitnehmen, aber doch, da können wir was machen. Was wollte ich sagen? Ach genau, das kannst du einfach so rausziehen, Fritzi. Das ist nicht so wie deins, wo du es hoch. Das ist nicht so an der Seite, wo du es hochklappen kannst. Das ist links und das ist so ein Mobil, das kannst du auch rumknicken und was weiß ich. Okay. Also das, ja. Meine Werte sind viel besser und ich bin total nicht oberflächlich und manipulativ, sagt Kammerfell. Ich stimme Kammerfell zu. Fünfer gibt sie mir später. Krieg ich auch einen Fünfer, wenn ich ja sage, dass Kammerfell ja. Mein Lieblingskind ist? Eigentlich. Hm. Ja, dann. Macht Sinn, oder? Ich bin gerade einfach nur überfordert. Das ist gerade ganz schlimm. Wann bist du das nicht? Alter, ich habe Pinpoint den Dungeon perfekt markiert. Korrekt.
Wo muss ich denn ungefähr hinkommen? Du musst nur bis dahin. Ganz am Anfang von Sumpf, da habe ich mein Boot geparkt und da ist auch der ganze Scheiß drin. Richtung gut, alles gut. Ich bin's offiziell, ich trage den Titel Lieblingskind, Kamöffel. Nee, ich habe noch nicht gesagt, dass du ein Lieblingskind. Ich habe nur gefragt, ob ich einen Fünfer bekomme, wenn ich sage, dass du ein Lieblingskind. Achso. Ich will den Fünfer gar nicht, das ist nicht wert. Was, Kamöffel ist es dir nicht wert? Das ist hart. Das ist hart, Suizid. Ich weiß nicht, ob Kamöffel auch mein Lieblingskamöffel ist. Vielleicht habe ich eine andere Kamöffel, die ich lieber mag. Ja, das macht Sinn. Das ist voll gemein eigentlich. Nein, Kamöffel, du bist super. Nicht so super wie George, aber super. Kamöffel ist einmalig. Paperstar! Links, danke für dein Abo! 16 Monate Prime! Hallo Papierstern! Papierstern! Oh, jetzt habe ich den Spawner kaputt gemacht, ich wollte doch. Komm her, Schleim! Bin da schon unterwegs? Der Schleim ist jetzt für Nyx gestorben. Fürs Abo. Nyx ist schuld. Teufel, du hast dein Leben lang so geschuftet, damit du Platz 2 sein kannst. Wofür habe ich mein ganzes Leben verkehrt? Genau, für Platz 2. Sogar Killer ist stolz auf mich, weil ich immer so eine tolle Begrüße. Ja, Kamöffel, ich bin sehr stolz auf dich. Die haben mich gut erzogen. Du besserst dich. Deswegen ist sie auf Platz 2 und nicht Platz 3 oder so. Ach so. Und du kannst die Platz 1 auch kriegen, sagst du? Nee, Mann, das ist manchmal, schon cool. Manchmal müssen Schleime für dich sterben. Das ist. Du musst Opfer bringen. So, Spitzhacke kaputt, nur 4 Eisen? Was ist das denn? Dann bringen wir ein Opfer. Hab ich doch. Boah, Liegestützen. Also, ich meine, also Opfer wurde schon gebracht. Opfer wurde schon gebracht. Der Wind dreht. Ja. Aber genau falsch rum, oder nicht? Ah, nee, doch, der dreht gerade noch. Hopp, hopp, ja, gerade schlecht im Sumpf. Sobald ich auf dem Sumpf draußen bin, lässt sich das einrichten. Und dann bringe ich gerne das Opfer. Interessanter Schneeberg hier. Ja, habe ich auch schon markiert. Aber der ist nicht groß, so wie es aussieht. Nee, so richtig riesig wie der andere ist er nicht, aber interessant sieht er aus. Weil der andere, der war ja, also das ist ja nicht vergleichbar. Ich find's immer wieder gut, wenn dann wie im Wald, das ist im Wald haben die Physik bei Berge entlangläufen nicht existiert. Ja. 45 Grad Winkel, kein Problem. 90 Grad Winkel, überhaupt kein Problem. Hallo Drauger, wie lange willst du mich noch verfolgen? Okay. Der Drauger, der sucht Stress. Was ritten da hinter dir? Ein Drauger, das ist ein Wikinger-Zombie. Und der hat anscheinend das Reh nicht gemocht. Oder es war ihm im Weg. Ich bin gerade unter einem Ast lang gelaufen und habe kurz den Geschützbuff bekommen. Nein. Ich habe mich gerade schon gewundert, wo kam das jetzt her? Und dann habe ich mal oben geguckt, da war so ein Ast. Ist nicht wahr. Das M zu dem B traut sich noch hierher. Bis wann geht es heute noch? Bis 23:30. Ich bin dabei, gut. Let's go. Seit wann kannst du so lange spielen? Es ist Freitag. Ach so. Ja, nice. MB, ich bin gerade Eisenfahrer. Mhm. Oh, ein Schleimkiller ist da. Hallihallo. Ich habe auch direkt eine Hütte rechts. Ist ganz praktisch.
Hab ich gesehen, ja. Ja, komm, geh kaputt. Geh kaputt. Nee. Och, jetzt wird er wieder auf mich geworfen, Mann. So. Wie viel Eisen habt ihr? Ich habe gerade erst angefangen. Ich habe jetzt 35 gesammelt. Das kommt genau ein Schleim auf mich zu. Warte, ich habe auch Giftresistenz. Ich mach den weg. Stehen. Du meinst die Hütte hier, oder was? Ja, ja, platzieren wir da rein. Da ist ein Wespennest. Ja. Vergiftet. Achtung, Schleim, außer der Hütte. Ja, ja, hab ich gesehen. Und ein Trauger hinter dir. Zwei Trauger. Ah, ne, ist nur eine. Schleim so aus. Ja, warum denn immer im Wasser, ihr Trauger? Komm her jetzt, los. Also, die Hütte ist. Und zwei Skelette kommen. Was mit der Hütte? Die Hütte ist nicht gut für eine Schmiede. Warum einfach nur die Schmiede da rein, gut ist? Die müssen wir. Oder gibt's denn hier. Warum? Hier hinten dran stellen. Warum kannst du dich hier reinstellen? Ja, das ist. Da ist nicht so viel Platz, mal gucken. Haben wir da rein? Ich gehe jetzt Y lassen, ja, lass dich schmecken, Kammerfüll. Genau, wenn du willst, ich habe da 35 Eisen im anderen Boot drin. Oden, Kammerfell. Mahlzeit. So. Oh, ich hab den Kupfer vergessen. Das hab ich im Boot. Wow. Hier nochmal den ganzen Scheiß ablegen. Ja, das werde ich jetzt kriegen. Das kann ich ablegen. Ja. Davon kann eigentlich das hier weg. Wie viel Eisen holt ihr? Weiß ich nicht. Ich mache den ganzen Sumpf für die erste. Ich nehme so viel. Der kann ich mir 20 Eisen reservieren? Was heißt reservieren? Ja, reservieren. Was heißt reservieren? Kann ich 20 Eisen kaufen? Okay, und was willst du? Käuflich kaufen. Yo. Ich muss kurz in die Hauptbase, dann kann ich gucken, was ich geben kann. Hier lag 10 Zinn. Hast du Zinn gemacht? Ja, die habe ich. Ich habe zu viel getragen. So kurz verkurbelt auf halten. So, und dann brauchst du ein Update. Was brauchst du denn für ein Update? Achso, ich dachte, du hast mitgenommen. Irgendeins, mir egal. Ja, ja, ich muss noch gucken, welches passt jetzt. Füllen. Yes. Kette habe ich jetzt keins. Kette habe ich eine, aber das bringt dir wohl nichts. Nee, ich mach den Schleifstein. Ich muss ein bisschen Holz holen. Okay. Warum kann man das Bett nicht abbauen, wenn es eh. Ach. Ich muss nur ein bisschen Holz holen. Das haben wir doch gleich gemacht. Na, kam Hütte. Ja, ich brauche auch ein bisschen Holz holen. Denn die Handwerkstation hat noch nicht genug Schutz. Hab ja gesagt, die Hütte ist nicht ganz so. Ja, das passt schon. So. Du raus. Raus! Jetzt wieder gut. Immer noch? Ne, jetzt wieder gut. Jo. Ach man. Warum ist Maultasche nicht da? Der ist mit Freunden unterwegs. Okay. Ich verstehe nicht. Sind doch alle Freunde hier. Richtig. Hängende Kohlenpfanne. Was denn noch? Mehr Schutz geht ja gar nicht mehr. Na, ich hab mich geschubst. Wo hast du die Schmiede stehen? Da drin. Die steht noch da, ja. Kannst du jetzt.
Was brauche ich denn noch? So, ein Wettstein. Was brauche ich für einen Wettstein? Da muss ich an das Dings dran. Handwerkstation hat nicht genug Schutz. Jetzt hat sie genug Schutz. Ich meine, du musst sie nur, warte. Ich bin nur. Querstellen. Jetzt musst du nur erst gut hier geht's. Was machst du jetzt? Wer, ich? Ja. Den Wettstein. Den kannst du ja nicht machen. Na, den kann ich hier nicht machen. Also den kannst du nur im Steinmetz machen. Ja. Verzeihung. Wenn nicht, mach ich ein Steinmetz. Was soll denn das? Ich hab doch Eisen mit. Wenn du Eisen hast, dann mach ein Steinmetz. Den kann man ja wieder abbauen, das ist ja nicht verloren. Das ist richtig. Steinmetz, 4 Stein, 10 Holz, ich kann gerne noch Holz sammeln. Hast du Stein? Ich kann kein Stein sammeln, weil meine. Ich mag. Holz gut. Kann ich aber sammeln. Holz hab ich, denke ich, genug, aber. Meine Rüstung noch auf 3, das Rest, dann brauche ich noch 10 Eisen für die. Für das Bad. Und dann noch ein bisschen für Lamm. So. Es ist schon genug Eisen, genug Stein, eigentlich locker. Ich hab mal ein bisschen weiter gemacht. So, jetzt 4. So. So. Und jetzt kann man doch. Ein Wettstein machen oder nicht? Ja. Hat die machen? Du musst am Steinmetz musst du den. Ja, ich hab nur gerade was geguckt. Nee, ich muss. Tust du raus? Benötigt ein Dach. Ich fass es nicht. Na egal. Ja, ich fall gerade, bin schon dabei. Alles gut, baue jetzt da ein Dach drumrum. Passt das wieder? Ja. Mach mal die Rauschunterdrückung an. Also habe ich schon, aber. Nein, also ich hatte sie schon an, aber ich mach sie mal. Versuch mal umzustellen. Mann, warum drückt er nicht? Ach, jetzt bin ich ins Wasser gelaufen. Ach, na egal. Den Dumpf kriegst du eh wieder. Ich muss es so rumstellen. Ich kann es so rum nicht hinstellen. Perfekt. Bin ich schon viel zu lang, ich wollte gar nicht so lange hier sein. Ja. Jetzt fehlt noch ein Stein. So, warte, hier, ja, hier. Dann mach doch den Grat, naja, sorry. Ja. So, jetzt wo ich eh warte. Liegestützen, du sagst es. 1, 2, 3, 4, 5, und 6, und 7. 10 Holz. Hast du noch 10 Holz? Ja. Meißen wir die mal rüber, bitte. Bitteschön. Warum gibt es Trolldöner? Was ist denn hier los? Ja, siehst du mal. Ja, nur um Döner, Sir. Was alles gibt. Sehr schön. Ja. Kein so. Problem. Jetzt müsste deine Schmiede funktionieren. Ich glaube noch nicht, weil das nicht. Doch, funktioniert. Alles gut, wunderbar, vielen Dank. Mama. Das war jetzt ein Akt, aber ja. Vergiss nicht, den Steinmetz wieder mitzunehmen. Was hast du für einen Buff? Den Steinmetz, was hast du für einen Buff? Den Knochenwanst. Ja, gehen wir mal. Ah ja, Kobolde, soll ich die angreifen? Und mach den Steinmetz wieder weg, ne? Ja, willst du nicht hab behalten erstmal. Nee, mit brauch ich nicht mehr. Und nimm das Eisen vom Boden. So viel Eisen wie möglich oder so, ne? Genau, da bist 35 Eisen drin. Kannst gerne mitnehmen schon.
Kannst schon schmelzen oder so. Wenn ich außen lang laufe, kann ich zum Sumpf rennen, ohne nass zu werden. Nein, hier regnet es auch noch. Scheiße. Boah, das ist so nervig. Es ist so nervig. So. Ansonsten, ich glaube, der Sumpf ist wirklich nur so schwer, wenn du die ganze Zeit Ausdauerprobleme hast. Ja. Ansonsten wäre alles. Du sagst das. Machbar. Aber die Ausdauer ist echt. Außer dieser fette Baum. Auch diese machbar, wenn du. Auch wenn du den machst du. Ja, wenn du die Ausdauer hättest, wegzulaufen, mehr zu schießen. Im Boot ist das Eisen, ja. Wenn man nur die Ausdauer hätte, wäre das Eisenfarben. Wahrheimul Ausdauer wäre viel cooler. Du Wildschwein, mach mein Boot nicht kaputt. Ich glaube, du hast einen Vogel. Aber es ist doch ein Wildschwein. Der trümmert unser Boot kaputt. Das ist ein Wildschweinhaus kaputt. Ja, genau. Hab ich ja. Sehr gut. An wie viel brauchst du denn 20 Eisen? Für so eine Waffe. Ach, du willst auch diese komische Stachel machen? Ja, ja. Ja, dann viel Spaß beim Eisenfahren. Ne, ich bezahle dich. Mit? Was brauchst du denn? Das weiß ich gar nicht. Ich brauche gar nicht mehr außer Eisen. Geld brauchst du bestimmt. Ich brauche, was heißt, ich brauche noch 30 Dunkel-Schwarzmetall. 30? Ja, 30 für. Wer hat denn? Anders! Kannst du, ja, mach. Wer hat denn den Baumstamm direkt hinter dem Boot liegen lassen? Achso, ja, das kann nicht gewesen sein. Ketten. Oh ja, davon habe ich welche immer noch besser. Ketten nehme ich. Je nachdem, wie viele du hast. Aber wie viele? Je nachdem, wie viele du hast, reicht, bin ich ja so für. Das reicht mir als Bezahlung, ja, schon wie viel du hast. So, jetzt 4. Jetzt war noch hier irgendwo. Reparieren. Hier ist noch ein Spawner, bin ich schon vorbeigelaufen. Da ist er dann, ups. Na gut. So, jetzt erstmal hier die Kette ab. Du brauchst nur 19. Hier Eisenfarben, weil ich noch einen in der Base hab. Und ich habe 4 Ketten. Also nicht. Hier ist besser als nichts. Wenn du noch ein bisschen Schwarzmetall sammelst, dann kannst du dann kriegst du ein Eisen. Wie viel willst du? Ich weiß nicht. Sammel ein bisschen. Ich weiß, ja, kaum, gib mir 10 oder so. Boah. Und nicht das, was nicht das, was in der Kiste liegt. Wir machen nein, sie nein, was ist denn jetzt los? Warum wird denn das jetzt weggetrieben? Ich habe das doch eben so schön hingeschoben. Mann! Dann muss ich hier Schwarzmetall aber auf der Festung geben, ne? Ja, ja, das kannst du mir dort geben. Alles gut, das ist egal. Warte, was? Ein Grauzwerg, der mir das Boot wegschiebt. Ich fasse es ja nicht. Ich brauch's das Ganze bei der Festung, ne? Ja. Die Ketten, nein, Ketten und das Schwarzmetall, so. Alles bei der Festung, ne? Ketten habe ich in der Hauptbase. Also ja, die kannst du einfach teleportieren. Ja, ja. Hast du mir einen geschrieben zu ziehen? Achso. Toll. Was? Achso, ja. Da für mich das Wallen getappt. Naja. So, hier war fertig. Die Farm wird angegriffen. Oh Gott. Ja, das ist irgendwie ein Dauerzustand. Tülling. Weiß noch nicht ganz, wie ich die so richtig verteidige. Oh no. MB, pass auf, von mir aus ehrlich gesagt, die Farm kannst du mal neu anpflanzen. Eine Hälfte habe ich schon angepflanzt. Ah ja, nice. Ich habe auch noch einen Flug irgendwo Level 3 reingelegt. Oder ich habe noch einen, ist gut. Okay. Na, ich lang kaputt. Das langt nicht. Was ist jetzt nicht. Scheiße, in dem Flachs da zu fighten. Ja, genau, weil du Flachs, eben Flachs ist kacke, weil sonst haust du den ganzen Flachs kaputt. Das ist. Ja. Ich kann mit zu viel Gewicht kein Boot fahren, ohne Spaß. Was? Natürlich kannst du das. Mit zu viel Gewicht kann ich kein Boot fahren. Kann's nicht benutzen.
Wenn du keine, gar keine Ausdauer mehr hast, dann ja. Nein, ich habe Ausdauer, ich kann es aber nicht benutzen. Dann lass das Eisen drin liegen, alles gut. Warte mal, ich habe das sind 120 Kilo, das sind 136. Wenn ich davon die Hälfte, dann müsste ich doch zwei. Also, dann lass das Eisen schon liegen, ich muss ja eh fahren, alles gut. Ja, du fährst doch sowieso. Ich meine, du farmst doch sowieso noch genug, oder nicht? Ja, aber wie gesagt, wenn du es nicht tragen kannst, dann egal, dann. Alles gut, alles gut. Ey, jetzt werfen die auch noch auf mich drauf. 100 Kilo weg. Ach, gib mir noch einmal eine Kiste mit Eisen. Einmal! Das Leben wäre so schön. Mann, ich hätte den AT-Buff mitnehmen sollen. Das habe ich die ganze Zeit den Buff hier ready, aber der bringt mir nichts. Wir wollten es noch mit dem Buff testen. Was war das denn? Was denn? Ich hab die Kurbel gemacht. Oh. Ah ja, okay. Also 13 Eisen lasse ich dir drin. Okay. Das könnte ich noch ein paar, könnte ich noch nehmen. Eins noch weg. Ein Eisen noch weg. Muss ich nicht, da ist nichts hinter. So, die Kiste war auch nichts mehr Besonderes. Die Perle nehmen wir noch mit. Die machen ja wirklich alles kaputt hier, ne? Ja, dann kämpf doch dagegen. Doch ab. Ja, ich hab 37 HP. Ich mach kurz. Dann machst du doch platt. Oder lock sie woanders hin, das ist recht auch schon. Ja, stimmt. Ja, das ist doch scheiße, wenn die alles kaputt machen. Ja, einen kann ich eh hier töten, so. So, der Wungeon ist fertig. Tja, wo ist der nächste? Da hinten ist einer. Ah, beide. Natürlich regnet es direkt wieder. Ach, das ist nervig. Warum habe ich jetzt Gerstenmehl aufgehoben? Nein, weg damit. Weil es der Mühle überhaupt Gerstenmehl. Weil ich da reingeworfen habe. Also, das ganze Weizen, was übrig ist, kannst du, also wenn nachdem du angebaut hast, kannst du auch dann wieder in die Mühlen reinwerfen. Mhm. Na komm, voll tot. Was war das jetzt? Okay, danke. Und da ist noch einer. Okay, du bist mir egal. Er spawnt noch. Oh fuck, das ist ein Sternetyp. Ja, die sind auch machbar. Ja. Solange du ein Schild hast. Ich will kurz sagen. Oh, das ist ein Geist. Geist, ich brauch den Geist. Geist, komm her. Deswegen hat er nur eine Fackel. Ja, die Fackel ist schlecht, es gibt und brennt. Ah, oh, jetzt habe ich verfehlt. Komm her, los. Oh Gott, ist viel am hier. Geist, komm her. Geist? Wo ist der Geist jetzt hin? Einer noch. Das ging fix. Nein, wo ist der Geist jetzt hin? Oh, das ist ein Baum. Nein, das ist kein. Mann, ich will doch nur Ketten. Ist das noch ein Dungeon? Oh, das ist auch gut. Da könnte ich sogar ein Boot ranfahren, aber dann machen wir das Boot kaputt. MB, bist du beim Hardcore-Projekt dabei? Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Weiß ich nicht, wann startet das denn? Nach Wallerwerbungen. Sobald wir hier durch sind. Und wann sind wir durch? Wenn wir alle Bosse haben und keiner mehr Bock hat. Okay. Also nicht.
Das dauert noch eine Weile. Endlich mal Eisen in der Kiste. Ist ja unglaublich. Und eine Kette. Ich bin der reichste Mann der Welt. Und sogar noch mal zwei Eisen in... Boah. Und noch mal... was ist denn jetzt los? Das ist ja fast genug... Welchen Thron hast denn du gebaut? Ich hab... Ich will beide bauen. Ich habe den Steinthron oben und ich will auch den Rabenthron am großen Tisch noch bauen. Den Rabenthron. Du hast den Kessel gerührt. Heilige Scheiße, ich habe einen Gate. Was hast du gemacht? Ein Gate im Kessel. Ja, das sind die Fledermäuse. Das sind die Fledermäuse. Oh, was ist das denn? Ja, die machst du schnell kaputt. Schlaf mit dem Schwert. Die sind nur nervig. Die sind nur nervig. Baum weg mit euch. Tja, wie mache ich denn das jetzt? Jetzt habe ich hier 3 Millionen Eisen. Direkt am Wasser, wenn ich hier eine Kiste platzieren kann. Einige Scheiße, wie viele? Oh, oh, oh. Ja, das sind einige, aber die sind, wie gesagt, die machen nur. Mehr. Aber die machen praktisch keinen Schaden. Ja, die machen keinen Damage. Und die sind nur nervig. Ich hier eine Kiste hinkriege. Dann mit dem Boot herfahre. Dann schnellen Drive. Also, könnte ich den nicht eigentlich auf Moskitos locken? Du kannst. Nein, was? Was? Die Fledermäuse auf Moskitos. Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, ich glaube, die sind. Nee, weiß ich nicht. Mein nicht, ja. Aber sicher bin ich mir nicht. Ach warte, ich kann das Holz mehr heben. Schleim. Komm her. Ich hab Giftresistenz. Wer denkst du, wer du bist? Hallo Baum? Ist mir gefährlich nah. Mach mal nicht. Ich platze hier jetzt. Kiste. Ich hab mir auch nur irgendwie Lederrest oder sowas. Natürlich kein Holz für die Kiste. Und noch zwei. Warum ist der Baum so gefährlich? Na, kannst du anders hingehen? All vier, oh Gott. Egal, damit kann man gut leveln irgendwie. Locken Level 5 schon. Oh Gott. Warum bist du genau vor dem Dungeon? Immer so. Der Kessel beruhigt sich. Ja, leider. Sache, die sind nur nervig. Oh Junge, jetzt habe ich keine Ausdauer. Ist das dein Ernst, Baum? Warte direkt vorm Tor. Einfach schnell reingehen. So, da hatten wir. Ne, warte mal, da waren doch jetzt die ganze Kiste. Ich würde gerade sagen. Nein, 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 nein. So, aber haben wir zack. Und die letzte. Gut, dass ich die Kiste gemacht habe. Die Biene bleibt hier. Das ist leider so. Da ist schon wieder eine Schlange. Ich will keine Schlange. Jetzt habe ich 7 Kilo. Genug Schlangenfleisch. 7 Kilo, das könnte ich nur ablegen. Ich lege einfach ein Eisen ab, das kann ich dann auch noch holen. Ach, diese Regeneration. Als ich noch den Ausgeruht-Buff hatte, ging es noch im Sumpf, aber jetzt ohne Ausgeruht und Regen ist. Schlimm, sag ich euch. Schlimm. Wenn jetzt hier der Baum direkt davor ist. Noch Mann! Hallo Baum. Du hast okay, ach komm Baum, du musst jetzt sterben, Baum. Warte mal, weiß es eigentlich, wenn ich den Baum mit der Axt angreife? Mach ich da einen Crit? Nee. Aua. Aua, der hat dich jetzt gut erwischt, ja. Ja, das ist voll in Ordnung. Komm. Zack, Baum weg.
So, hast du davon. Ich habe dir alle Chancen gegeben, wegzugehen, aber nein. Meine Kiste ist auch noch da, sehr gut. Ich gehe jetzt Süppchen naschen. Guten Appetit. Aber zu spät gelesen. Ich würde sagen, der Müffel ist schon lange weg. Wir haben mich schon lange verloren. Gerade noch so ein bisschen Wind, dass ich die richtige Richtung halten kann. Soll ich mal meinen Buff machen? Vielleicht ändert das ja was. Ja, ich glaube nicht, dass dein Buff auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ich hab's mal gerade gemacht. Schauen wir mal, was passiert. So, das ist schon wieder ein großer Dungeon hier. Vor allem, weil hier richtig viel Eisen in den Kisten. Das ist richtig viel. Wie viel Eisen hast du das mitgenommen? Du hast sechs Stück hast du, glaube ich, noch drin liegen. Okay. Heißt, ich kann noch... 6 oder 7. Wissen wir, was kann ich tragen? Heißt, so 4, 5, 6 kann ich sammeln. Sammeln geht nicht. Ja. Oh, hallo Schleim. Komm her. Ist ja wirklich riesig. Easy ist in der Base. Ja. Ich muss ganz kurz weg. Nee. Wir verlieren auch noch Killer. Boah, da ist ja ein Riesentroll. Was haben die Trolle so an sich? Ja, macht schon Sinn. Ein Hase ist abgehauen und zieht raus. Oh. Was? Ein Hase ist abgehauen? Ja, irgendjemand hat die Hasentür offen lassen. Aber wir haben ihn hier eingefangen. Deswegen. Der Killer-Hase muss einen Hase fangen. Ah, okay. Irgendjemand hat den Hasen gefüttert und die Tür offen gelassen. Sorry, ich bin kurz eine Stunde gefahren und hab ihn kurz gefüttert. Da hungert ja bei euch. Ich bin froh, dass er noch lebt, der Little Killerhasen. So. Boah, sag mal, wie groß ist denn noch hier? Ich beschwer mich nicht, aber... Spitzhacke kaputt. Oh. Ich beschwer mich trotzdem. Ich kann sogar so viel Eisen sammeln, ich könnte mir meine Spitzhacke auflösen. Ah. Den so einen Gang habe ich auch noch nicht gesehen. Man sieht immer wieder was Neues in dem Spiel, muss ich sagen. So, der Gang ist clean, hier geht's weiter.
die rauschen. Immer noch? Ne. Was? Ja, ich muss nach dem Mikrofon suchen, das geht ja gar nicht bei dir. Mann. Komm, Wind. Du bist jetzt die ganze Zeit. Ja, komm, Wind, jetzt ist Sachs und dann dreh deine Vergehrte das Ding. Er hat dich gehört. Ja, er hat dich gehört, stimmt. So, warte, dann ist es ja wirklich groß. Was soll jetzt eigentlich noch auf dieser Landschaft hier, auf dieser Farmlandschaft noch gebaut werden? Was, auf der Farm oder auf der, in der Festung? In der Festung. In der Festung muss alles Mögliche, dass wir aus dem Hauptfestung rauskommen. Heißt, da muss eine Schmiede gebaut werden. Irgendein Haus, wo die Spindel rein kann, wo du das Flachs reinwirfst. Sowas. Aber keine Häuser so von uns selber, oder? Da, wir haben noch relativ viel Space, aber wenn. Ja, die Häuser von uns dürfen halt nur nicht zu groß werden. Soll halt alles so halbwegs. Bett in der Burg, das ist doch okay, oder? Ja, also genau, aber wenn mehr genug Space, wenn noch Space da ist, dann müssen wir es ja irgendwie füllen, dann kann man auch gerne ein Haus dahin bauen, aber ich würde trotzdem erstmal eine Schmiede oder sowas. Ja. Also das wäre die Sachen, die ganzen Öfen und so, die müssen irgendwo hin, die sollen aus der Festung raus, weil die stehen da scheiße im Weg. Das ist der, ja, das Ziel. Und wahrscheinlich noch mehr anpflanzen. Auf der rechten Seite quasi genau das gleiche, wie es links ist. Nur halt dann mit Rüben und Zwiebeln. War die Überlegung. Ja. Kannst du jemanden eigentlich auch gerne dran setzen. Kann ich aber auch gerne wieder nochmal machen. Ja, und rein theoretisch brauchen wir noch irgendeinen Korn. Kartoffelfeld oder so. In was für ein Feld? Karottenfeld, Entschuldigung, nicht Kartoffel. Karotten. Ja, Karotten. Kartoffeln? Wo? Nee. Nee. Und dann haben wir eigentlich so ziemlich alles da. Also. Ja, jetzt wird's auch langsam, wenn wir jetzt ein bisschen aufgerüstet haben, müssen wir nach dem anderen Boss gucken. Genau, ja. Was braucht man denn überhaupt für den neuen Boss? Hyrule war dort. Achso. Hat der Hyrule was gesagt, was man braucht? Kehle? Bin gleich da. Achso. Muss er wieder Hasen fangen? Nee. Nein, hat er nicht gesagt. Ja, nichts gesagt. Er war nur dort und hat ein Portal gemacht. Das Boss heißt, wenn wir ein zweites Portal machen, können wir auch dorthin. Dann können wir rein theoretisch nachgucken. Ach so, gut. Also, MB, wenn du ein Portal Boss machst, kommst du zum anderen Portal voraussetzlich zu dir, ist richtig benannt. Okay. Aber das werden wir sehen, wenn du es versuchst. Ob du jetzt wieder versagt hat. Was? Warum war ich versagt? Warum soll ich versagt haben? Weiß ich nicht. Ich habe gesagt, ob du versagt hast. What happened? Ich habe gesagt, wenn MB ein Portal macht und das Boss nennt, dann müsste er nach Adam Riese beim richtigen Boss rauskommen, wenn du auch. Wird du hast der auch? Boss groß oder klein? Ich habe nichts verkackt.
Wenn ich Suzi kenne, hat er es groß geschrieben. Groß geschrieben, weil alles groß geschrieben ist. Außer dieses eine Farmportal von Killer, was ja unnötig ist. Weil es ja ein spontanes Portal ist. Deswegen ist es spontan. Oh, deswegen muss, wenn man ganz schnell von einem Boss entkommen muss, muss er ganz schnell ganz klein schreiben. Ja, nee, als wenn wir hier auf dem abgebaut würden, würde ich nicht jedes Mal die Feststelltaste drücken oder die Caps-Taste. Ich stelle fest, dass du ein Cake bist. Oh, ho, 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 ho. Dass ich was bin? Ein Cap. Und du bist ein Cap. Susi, du könntest eigentlich mal an den Kartentisch gehen, dass man sieht, wo du rumreitest. Gute Idee. Oder willst war du das nicht? Erst vor einem Tag oder so da. Aber es wäre doch die Sie. Bitte löscht mal. Ich gehe, glaube ich, nicht an den Kartentisch. Ich habe gerade meine Karte aufgeräumt. Also ich kann meine gerne reingeben, aber ich werde eure nicht nehmen. Weil ihr habt so viele Müllpinks da drin. Boah, ich habe gar keine Müllpinks. Ja, da bin ich ja nicht du. Wir haben nicht gedacht. Ich hab ihr gesagt. Irgendjemand von euch. Ja, ja, ich bin verständlich. Ich wollte nur rummotzen. Wahrscheinlich Graf, der ist mit 3 Millionen oder. Guck mal, war er im Chat? Ja, warte, war im Chat. Ja, die, guck mal, die ganzen Kupferdinger, der eine Sumpf ist komplett leer, die kann man alle wegmachen. Ja, und guck mal nach ganz oben. Ja, das also habe ich schon Punkte gesehen. Da am das Sumpf kann man alle wegmachen, ja. Ja, die Sumpf kannst du alle wegmachen. Der Sumpf ist komplett leer gelootet. Außer du hast da irgendeine was anderes markiert, außer die Dinger da. Nein. Den Knochenwand kann man da noch stehen, aber. Ja, der Knochenwand kann bleiben, das ist natürlich. Der ist der Boss. Der Boss. Wie das geht. Aber ja. Das ist schön. It's true. It's up to you, New York. Hallo Schleime. Hallo Schleime, warum lebt ihr noch? Du hast 1 AP, stirb doch jetzt. Bitte der Knochen, braucht keiner, das braucht keiner. Hier ist ja noch ein Haufen. Okay, warte jetzt. Wolltest du die Hochofen und die Kohlemeiler wieder zusammenstellen oder ist dir das wurscht? Das ist wurscht, die können auch auseinander. Also, rein theoretisch könnte ich die 2 Kohlemeiler bei mir unten im Hafen in die linke Halle stellen. Dann mach das. Ach nee, da ist ein Dach drüber, vergiss es. Na ja, gut. Das ist nicht schlecht. Muss ja nur irgendwie. Also wenn es so langsam weggeht, ist auch nicht schlimm. Außer dich stört's. Ja, das ist ein riesen. Ist ja ein riesen hohes Haus. Könnten wir auch da reinstellen, also. Wir müssen ja noch mit Gebäuden füllen, also das, wir finden da schon mal was. Ich kümmere mich jetzt bald um die Türme, denke ich. MB fliegt durch die Luft. Hä? Kann man das sehen? Ja, auf der Karte, wenn man es anders. Ja, klar, wenn du Nein, ich dachte auf so in echt. Also ja, ich hatte kurz Angst, dass wir eine Flyhex gesehen haben. MB direkt gespottet. Spottet. Noch mehr Ketten ist. Was ist denn jetzt los? Ist voll gut. So, ich unterstehe dich. Oh, meine Tanne ist gewachsen, glaube ich. Ah, du hast sie platziert! Hast du auch das Gras wachsen lassen? Ja. Ah. Wir haben den Übeltäter gefunden. Was ist denn los? Ja, nichts, wir haben so, ich bin nur im Baseclub, aber so, das sah so alles anders aus, ist nachgepflanzt. So, hä? Ja, ja. Was ist das denn hier? Ich dachte, Graf hat seinen Revenge-Arc oder so und hat nachgepflanzt, aber der Förster. Oha. Ah, ich hab vor Grafs Haus noch was geschmolzen, deswegen muss ich die Zeit vertreiben. Ach so. warte mal, wie viel? 6 Stück sind noch drin. Ich kann noch was tragen, heißt ein Dungeon geht noch. Der da vorne oder so. Soll ich die Wurzeln mitnehmen? Ach, wenn ich Platz habe, nehme ich die Wurzeln noch mit. Komm. Du kannst weg. Wurzeln.
müssen wir ein bisschen was anderes in die Kiste legen. Die Wurzeln da rein, die Ketten da rein. Die Steine können weg, du kannst weg, du kannst weg. Wunderbar. So, jetzt mal. Rückenwind hier noch. Rückenwind. B fliegt wieder. Ja, ich bin wieder geflogen. Blei Heck erneut. Es gibt die zweite Verwarnung. Und jetzt mache ich einen Weg. Ich komme mal näher zu dir. Aber die ist auch im Fluss, ne, Mann. Was machst du? Einen Weg? Einen Weg, ja. Wohin? In der Festung da. Warte erstmal, wo die Häuser lang gehen, bevor du einen Weg machst. Ja, okay. Du kannst dich gerne an ein Haus dran setzen. So ein kleines Haus, wo die Spindel rein kann oder so. Ich weiß nicht. Wollte mir die Mühle ein bisschen hochsetzen und dann unten drunter die Spindel reinmachen? Ist die Mühle noch höher? Ja, so die Mühlen sind draußen. Achso, na gut, wenn die Mühlen draußen sind. Die stehen direkt am Feld. Ja, ach so, stimmt, ja, ja. Also, wir können auch gerne woanders hinstellen, ich wollte es nur irgendwo näher vom Weizen haben. Alles gut. So, jetzt rein so eine Idee, unter der Mühle dann. Nochmal drei. Die Spindel. Aber egal. Ja, das ist es ja egal, weil du brauchst ja das Flachs und nicht das Weizen. Also ich habe auch einfach, ich habe einfach gedacht, quasi an der Innenseite vom Tor, direkt am Feld, da so eine kleine Hütte, wo die Spindel drin stehen. Wir haben zwei Spindel übrigens schon da. Kommt gleich. Irgendwas Kleines. Die Spindel ist da. Und eine Spindel steht noch drin. Aber viel wichtiger ist, die ganzen Öfen aus der Base mal rauskommen. Da kann ich nämlich auch diesen die Badewanne da platzieren. In der Hoffnung, dass die noch ein bisschen was Plus gibt. Wieder richtig recht. Betten hast du nur normale stehen, ne? Ja, ich habe auch überlegt, irgendwo noch ein Drachenbett zu machen, aber. Also, es würde wahrscheinlich ziemlich gut Ausdauer geben. Also, bei mir habe ich ein Drachenbett stehen. Das ist. Für ein Drachenbett. Ja, Drachenbett. Das ist halt einfach riesig. Und das kann also. Mit Drachenbett kann ich auf keinen Fall einen Raum für 8 Leute machen. Das wird. Nee, das geht nicht. Aber dass du einstellst irgendwo. Ich will schlafen. Ja, ich habe. Ja, wie gesagt, ich habe überlegt, mir noch ein Haus irgendwo. Ist so ein Doppelbett dann? Oder? Nee, ein? Weiß ich nicht, ob es zwei Bett ist. Das ist ein großes Bett. Groß ist auf jeden Fall. Nochmal Eisen. Boah, jetzt habe ich viel zu viel Eisen. Ich kann so viel nicht mitnehmen. Was soll ich denn jetzt machen? Tja. Suzi, hast du ein Boot bei dir? Nein, das wurde mir von MB und Graf geklaut. Geklaut? Wir haben bezahlt. Ja, 48 Coins. Ich glaube, dass mein Boot nehmen konntet. Moin, moin, Baggy. Ja, ich kann das Eisen nicht mitnehmen, das ist zu viel. Dann bleibt's halt hier. Was soll ich machen? Na, ich kann mal gucken, ob ich noch reinkrieg. Ach, ich muss ja nochmal, ich muss zum. Wo muss ich? Da muss ich. Baggy, wo bist du eigentlich? Und wo ist Mama Money? Och nee, nicht so Schleimmasse, komm her. Was haben wir noch? Oh, ein Zorngeist, geil. Gib mir eine Kette, los. Blocken will ich bei 8, ich war doch mal bei 13. Hilfe. Na komm. Eine Kette noch? Nein? Nein? Doch, eine Kette. Sehr cool. Sehr, sehr cool. So, ich glaube, dann fahr ich mit dem Boot runter. Mann, die ist saufen. Eieiei. Mit denen. So, dann haben wir 4 Stacks. Sie haben die 7 Ketten. Okay, wir fahren mit dem Boot hierher. Guck, wie viel ich nehmen kann. Und ich vielleicht noch. Passend ist der Buff auch ready. Passt.
viel, ich weiß. Ist in Ordnung. Unloading unused asset. Warum kommt das jetzt die ganze Zeit manchmal? Ja, das kommt bei mir auch. Wer kloppt denn da rum? Und wem bist du das? Ich. Okay. Ja. Kein Platz mehr. Wir hatten ja auch die Überlegung, einen Burggraben zu machen um die Mauer rum. Ja, das ist zu viel, denke ich. Ja, ist halt. Ja. Dann werden zumindest die Felder geschützt. Ich muss mal überlegen, ob ich irgendwie an den Feldern die Zacken dran platziert, ist die dann nicht mehr so. Aber das macht halt kaum Damage an den Kobolden. Das oh, eine Kanalisation wäre auch cool. Das funktioniert leider nicht, weil wenn du Stein abbaust, der nach unten nachsackt. Leider nicht möglich. Zumindest in Vanilla. Valheim Mod Projekt incoming. Yo. Also wenn wir irgendwann gar keine Projektidee haben, dann einfach so ein Valheim Hardcore. Ja. Oh jawohl. Ist aber lustig. Dann Modpack. Ja, ich kann mir vorstellen. Ich glaube auch, dass es lustig wäre, aber. Na, schauen wir mal. Einfach die Challenge. Wie weit schaffen wir es? Oh, Sumpf ist so für den Arsch. Der ganze Regen. Oh, nervig. Ich glaube, es ist nicht ein Baggy zu dem String. Hallo. Hallo. Baggy, jetzt mal Hand aufs Herz, wie kamst du auf deinen Namen? Ahnung. Nice. Einfach so. Das war sehr tiefgründig. Ja. So. Hä? Ich gemacht? Was? Was hast du gemacht? Loxi seht ruhig. Irgendwie. Da ist eine Fliege oder irgendwas, so, eine Mücke oder irgend sowas. MB, Alter. Loxi dreht durch. Tja, der stampft einfach. So, gucken wir mal. 7 Eisen liegen noch drin. Heißt, ich kann, glaube ich, nichts mehr mitnehmen. Rot ist Full Health. Fahren wir hier mal raus. Und gucken, ob wir unseren ganzen Stuff holen können. Ohne das Brot zu verlieren. Du trägst ein bisschen zu viel, oder? Ja, weiß ich. Nee, noch nicht. Ich muss so gucken, ob ich alles ins Brot reinkrieg. Aber da haben wir mal richtig viel Eisen geholt und das finde ich gut. Na, komm, 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 komm. Dreh um. Sehr gut. Baggy? Ja. Bist du in Valheim? Ja. Hast du nichts zu tun? Doch. Scheiße. Okay. Warum? Weil ich einen neuen Bauern brauche. Okay. Maut hast du leider abgehauen mit Freunden unterwegs. Da wir beide wissen, dass du keine Freunde hast, kann ich dich als Bauern einstellen. Das war schon quasi. Das merke ich mir. Na, ja, okay, gut. Das merke ich mir jetzt einfach mal. Schreibt er sich auf, wie die Liste? Schreibe ich jetzt mir an die Wand. Was so eine Pinnwand. Ich existiere wirklich. Du hast einfach so eine Dartscheibe mit einem Bild von mir. Zack. Oh, the perfect time, Alter. Da schießt sich jemand drauf, wenn ich aggressiv bin. Ich merke es, beruhigt. Ich spüre das mal wie so eine Voodoo-Puppe zu Tüte raus. Jetzt nicht mehr. Froh, du rost nicht mehr. Ja, ich weiß. Freu dich jetzt.
Habt ihr da drin irgendwo Holz? Schlundekel. Jo, wie viele sind es denn? 5 Stück? Lasst mein Boot in Ruhe. Ein Raid. Raid. Shadow Legends. Alter, der Kobold hat ja alles kaputt gemacht. Wo denn? Hier bei der Mühle und so. Och, MB, ich hab doch gedacht, du sollst sie weglocken. Ich war nicht da, nein, ich war. Nein. Ja, du kannst doch nicht wegrennen, wenn der Kobold da rum macht. Nee, da war ich nicht da. Der hat das irgendwie einfach gemacht, als ich nicht da war. Ich war. Hab meine Dinge da ge. Meine Fäden. Kind. So, jetzt. Hallo Schleim. Ist noch ein Schlundekel? Da ist noch ein Schlundekel. Jetzt sterbt. Wie viel waren denn hier jetzt? So. So, tut sie raus. Raus, danke. Warte mal, das ist der falsche Dungeon, oder? Ah, das ist wirklich der falsche Dungeon. Andere weiter oben ist. Soll ich nie wieder rausfahren? Warum hat sich das Boot so komisch gedreht? Wer, ich? Nein, das Boot. Ich war doch perfekt. Ich hab's so rausgeschafft. Hast das repariert? Handwerkstisch. Da stand doch eine Station. Ich hab doch extra eine. Ich bin ganz normal zu viel raus, wieder super nervig. Ach so. Danke. Hallo Baum. Drachenträne, wo sind das denn? So, ich denke, da bin ich jetzt einfach voll, mal gut. Kohle ist voll. No. Ist okay. Ja, es packt mich auch gut ab. Jetzt okay. Aber ich rühre euch noch zu. Wir müssen ein Opfer zu schätzen. Opfer. Ich bin froh, dass ich mit euch reden muss. So ein Ding ist das. Du bist das Opfer. Oh. Hallo? Ich hab dich getroffen. Ja, du hast mich getroffen, Kevin. Im Herzen. Ja. Ich treffe ihn nicht. Ach komm. So, wo ist der Sumpf? Da ist er doch. Verdammt schon. So, jetzt bist du auch tot. Der da oder der nächste müsste es sein. Ach, geh einfach mit dem, was soll's. Also langsam. Wird's 30 Schlundekel, ne? So, bisschen einparken. Clean. 2 Schlundekel Lines, jetzt wird's mal. So, Schlundekel, kommt her. Mit aus Brot anzugreifen, kommt nicht, wenn ihr mich haben wollt. So, du willst weggehen oder was? Besser ist es. So, Eisen. Oh, ich drehe gleich durch. Ich will noch einmal nur. MB dreht durch. Also ich glaube, ich habe 27 Eisen oder knapp 30 Eisen mitgebracht. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe. Die hatte ich noch und ja, fast 30 also. Von mir. Ha? Genau, auch noch plus die 30 von mir, die du mitgenommen hast. Die 28.
Ach so, die geschmolzen habe ich jetzt gar nicht mitgezählt. Die hatte ich schon als. Was macht ein MB da? Hier war ein Tunnel, jetzt ist der Tunnel größer. Ich war ein Tunnel? Wieder war ein Tunnel. Ich war froh, dass der zu ist. Ach so, dass, ja gut. Dass da keine Trolle durchgehen. Jetzt kommt eine Trolle durch. Toll. Warte. Ihr Schlundekel, geht meinem Boot ganz schön auf den Keks, wisst ihr das? Lebt er noch? Er lebt noch! So, die Ketten noch. Das nehmen wir mit. Die Wurzeln. Blutekel, wo brauche ich? Naja, komm. Holz lasse ich hier. Ja, ich kenne drei Drehtopf. Warum kriegst du Damage? Drauge, hör auf! Erforderliche Handwerkstation fehlt, du bist auch nah genug. So. Okay, ich kann noch 10 mitnehmen, heißt wir gehen noch einmal in den Dungeon da vorne. Und beten, dass in der Zeit mein Brot nicht kaputt gemacht wird. Elf Ketten, da kann ich mein Schild ein bisschen upgraden. Finde ich gut. Unterstütze ich so. So. Eisenschrott kommt hin. Nehme ich noch mit. Und dann will ich. Ich habe wieder so ein Gittertor. Eins. Zwei noch. Drei noch. Kilo? Ja. Ich tue jetzt die Sachen, die ich dir geben soll, in die Kiste, ne? Bei der Festung. In welche Kiste? Da steht 4 Killer von MB drauf. Okay. Das ist neben dem Großofen da. Okay. Passt. Na komm, gib mir jetzt noch das letzte Eisen hier. So, war es nicht eine Kiste hier? Nee. Na? Glaubst du mir doch jetzt. Kein Eisen mehr. Da war's. Gucken wir uns den Raum noch einmal an. Oh, der Raum ist ja riesig. Hier geht's auch noch weiter. Okay, machen wir nicht. Die 4 Schleims? Geht's hier aber ab, du. Tu das Eisen einfach sonst da rein, ne? Nochmal was? Tu das Eisen dann in die Kiste, okay? Ja, das Eisen kannst du nehmen schon vom Schleimkiller. Jetzt habe ich schon disconnected. Achso. Alles gut. Okay, dann bin ich erstmal weg, ne? Jo, tschüss. Ciao. So, jetzt kann ich noch 2 Kilo mitnehmen. Das passt eigentlich wunderbar. Perfekt. So, und jetzt einmal beten, dass mein Boot noch da ist. Da ist es doch sehr gut. Das Problem ist, ich wollte eigentlich noch aus Ketten. Ah, es braucht nur eine Kette, okay, gut. Die hängende Kohlepfanne wollte ich noch machen. So. Habe ich alles mitgenommen? Wo ist auch voll? Ja. Sehr gut, da komme ich mit richtig viel Eisen zu. Wer hat mir meine Station hier abgebaut?
wäre nicht so schön, aber das geht jetzt nicht. Da machen wir. Ach, so. Was machen wir für Rückfahrt? Nix. Können wir uns halt das kurz schnell durchgucken. Es wird schon ja fünfmal gepinkt. Na komm. Rick, gibt es da noch so, das muss ich auch noch machen. Scheiße. Was so. Na komm, setz dich ins Boot. So, jetzt muss ich einfach komplett durchfahren, heißt ganz kurz austabben. Ah, diese scheiße Teilsuchung. Pufferfisch, bitte nicht, danke. So, nächste Woche. Okay. Warte, wann habe ich denn die? Ach, Terminplanung, schlimm. Ist das immer noch das D&D? Ja, immer noch genau die gleiche Welt. Hey, sag du. Samstag. Heißt ja am Samstag. 12 bis machen wir 17. Am Sonntag, wann ihr wollt. Ja. So. Wie weit sind wir schon gekommen? Gar nicht weit. Mist. Wir haben jetzt einmal Zeit für den Buff. Und jetzt gib Gas. Boah, wirklich noch ewig bin ich schon, da bin ich mir noch nicht mal bei der Base. Dauert eine Weile, da runterzufahren. Ja, voll oben. Ja, ich habe überlegt, ob ich eben noch mal schnell das große Boot mache, weil es noch schneller ist. Aber. Nein, ich könnte es sogar machen, das Langschiff. Also dafür brauche ich, brauche ich für das Langschiff 10 Eisen. Ich brauche für. Bade Zubehör 10 Eisen. Ich brauche meine Rüstung nochmal. Und alles andere Überlegung, die Standfackel zu machen. Einfach mal um zu gucken, wie. Ob die länger halten oder nicht. Weil es sonst ein bisschen nervig ist. Da kannst du mehr. Mehr reinmachen, mehr, ja. Mehr reinmachen. Das ist die Hoffnung. Weil dann lohnt es sich vielleicht mal die Dinger sogar zu befüllen, weil das kostet halt Harz. Ah, die kannst du auch so die Blätter reinmachen, ne? Weil, genau. Weil das die ganze Zeit befeuern zu lassen, das Licht ist ein bisschen nervig. Genau, das ist eigentlich alles, was ich mit Eisen schon machen wollte. So wie ich es vermute, wollen jetzt einige noch ihre Rüstung machen, heißt mein Eisen muss sich ganz schnell verbunkern. Ja, könnte sein. Sonst verschwindet es alles in einem schwarzen Loch und dann frage ich mich wieder, wo mein Eisen ist. Ach genau, und ich wollte den Dunkelholzstuhl machen. Wie komisch.
Gefühle. Und ich überlege die ganze Zeit, wo wir ein Zimmer fürs Drachenbett hätten. Aber mir fällt nichts ein. Nee, nicht in der Festung. Dafür ist sie nicht groß genug gedacht. Oder wir müssen die Kaserne umräumen. Aber die sind nicht. Nee, das ist blöd. Danke. Da haben wir jetzt so viel Arbeit gemacht. Also es bringt ja nichts, wenn das Drachenbett jetzt woanders ist, dann muss da ja auch überall der Teppich, die Banner, die Tische und was weiß ich. Weil sonst bringt das Drachenbett ja auch nichts, wenn es nicht einen besseren Buff gibt. Und das ist das Problem. Ja, ansonsten können wir auch gar nicht mehr viel machen. Ich bin eigentlich schon relativ gut ausgerüstet. Warum ist mein Boot so abgedriftet? Wer ist gut ausgerüstet? Ich bin gut ausgerüstet. Momentan würde ich den nächsten Boss sogar von mir aus so machen können. Ich würde mal sagen, wir könnten da mal rangehen. Ja, nächste Woche auf jeden Fall. Dienstag, Donnerstag hätte ich gesagt. Ich fühle mich schon, also waffenmäßig bin ich relativ gut dabei. Ich will mein Schild jetzt nochmal upgraden, dafür habe ich die Ketten auch mitgenommen. Eine Rüstung, wo wir noch einen Teil auf 3 machen, dann bin ich auch fertig. Und dann bin ich eigentlich good to go. Der Traugerbogen ist auf maximaler Stufe. Ja. Oh, den muss man gucken, weiß ich. Essen habe ich ein bisschen was. Also ja, bin gut aufgestellt. Kriege ich auch noch so einen Graf. Wo ist der eigentlich heute? Ja, hat der sich abgemeldet? Weiß ich nicht. Ich habe das nicht mal vom Mountain schon mitgekriegt. Das habe ich tatsächlich mitbekommen. Aber ich habe es irgendwann schon wieder vergessen gehabt. Ne? Ja. Bist du denn etwa müde? Na. Aber die Schifffahrt dauert noch ein bisschen. Mein Buff ist schon wieder weg. Ach, ich bin schon 5 Minuten am Fahren. Länger. Boah. Ich bin immer noch im großen See. Ich bin noch nicht mal in der Bertha angekommen. Da hat er doch hier eine rumstehen, ne? Ja, ich glaube, das ist. Hat er denn für ein Riesengebäude? Das ist ja riesig. Ich weiß, er hat gemeint, er will eine Kirche bauen. Ich weiß nicht, ob er das immer noch da bauen will. Oder was das wird. Das ist ja riesig. Ah, eine Kirche, wenn er es hinkriegt, wäre cool. Ich weiß nicht, ob die. Ja, ja. Wikinger und Kirche ist jetzt nicht so. Aber, ne? Was? Wikinger und Kirche ist jetzt nicht so. Ja, das. Naja, wobei, es gibt ja dann viel. Also es gab ja viele Wikinger, die dann Christen wurden. Naja. So, wie sieht's denn aus? Ist ja schlimm. Ich bin langsam in der Bertha angekommen, geht doch. Und jetzt regnet's. Aber solange der Wind auf meiner Seite ist, will ich nicht meckern. So, eine ganz einfache Hütte für die Spindel. Ja, vielleicht. Genau, das muss ich da reinstellen kann. Fertig. Es gibt 2 Stück. Ja, soll ja aber auch gut aussehen, ne? Also. Moment, das hast du ja nicht. Ja, natürlich sollen die gut aussehen, die Gebäude. So ein kleines Hütchen auf die Terrasse, die Spindel oder so, was weiß ich. Das
wird da so eine alte Oma so sitzen und die ganze Zeit spindeln. So stelle ich mir die Hütte vor. Also du willst nicht nur einen Unterstand haben. Nee, ah. es soll ja nicht einfach alles nur so. Man können, ja klar geht es, aber. Ich kann mal gucken, ob die Züge. Du bist heute sehr leise, Schleimkiller. Ich bin heute sehr leise. Ja. Jetzt besser? Ein bisschen, ja. Ich finde es sehr irritierend mittlerweile. Bei meinem neuen Headset ist links am linken Ohr ist ein lauter leiser Regler. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das Headset an- und ausziehe, kann es sein, dass ich aus Versehen gegen diesen laut-leiser Regler komme. Oder alles mögliche stellen. Und ich finde es sehr irritierend und sehr störend. Weil ich muss mal gucken, ob ich es irgendwo deaktivieren kann, weil. Ich will nicht mal random im Spiel mittendrin meinen Lautstärke komplett ändern. Das ist sehr nervig. Boah, der Wellengang. Oh, boah. Hier aber. Wie viel Leben hat das Boot noch? Okay, gut. Einfach weiterfahren. Immer weiterfahren, solange der Wind in unsere Richtung geht, fahren wir weiter. Solange der Wind nichts trägt. Die Wellen gehen bis in mein Haus, ja. Es ist gerade, da ist die Schlange. Soll ich die noch töten? Denk an, du guck nur noch dein Boot, ob's Boot... Mein Boot okay. Ist noch fast voll, aber ich müsste noch an Land. Ach komm, die Schlange. Seeschlange harmoniert und ab an Land. Na komm, Seeschlange. Gut, 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 gut. Aua, das war gut, der Match. Ich lange released, nein, bleib stehen. Warum? Sehe ich lange abonniert, sehr gut. Hier ist keine Handwerkstation mehr. Sehe ich lange released, was soll das? Mehr sehe ich lange. Ich habe die Seeschlange mit dem Nahkampfangriff angegriffen. Huh. Ich lange lass das Boot in Ruhe. Du kannst sie ja herholen, ne? Naja. Jawohl, das ist immer gut. Komm, einmal noch, einmal, hau drauf, hau drauf! Du sollst draufhauen, nicht du Schlange. Danke. Aber warte mal. Das bringt mir jetzt gar nichts. Ich hab 0,0 Platz für das Seeschlangenfleisch. Also so gar nicht, gar nicht. Es wiegt doch viel zu viel. Oh. Jetzt kann ich die Spindel nicht abbauen, weil ich... Oh Mann. Ja, du brauchst die Handwerkstation dafür. Zum Abbauen. Also das ist ja nervig. Yep. Schaffe ich es ums Boot rum? Anscheinend, wenn du sagst, man kann mit vollem Essen nicht steuern. Na, ich habe vorhin das ganze Eisen dabei gehabt, wollte mich hinsetzen, hat er nicht gemacht. Na ja, gut, ich probiere es einmal, ob ich mit Schlangen vielleicht ins Boot kann. Wenn nicht. Ins Boot kann ich. Ja, ich kann mich auch nicht hinsetzen. Tja. Das heißt wohl. Ja. Tschüss, Schlangenfleisch. Schön war's. Hat sich jetzt überhaupt nicht gelohnt. Hier muss ein Wachmann bleiben. Die kloppen unser ganzes Feld kaputt.
Ja, das ich weiß noch warum, weil du die ganze Zeit da bist und die halt die ganze Zeit geladen werden. Wenn keiner da ist, dann geht nicht, aber das ist halt außerhalb von der Burg, ne? Und ich weiß halt nicht, ob die Spikes da wirklich helfen, wenn ich die daran und dran platziere. Das ist das Problem. 10 Meter überlegen, ob ich irgendwie. Ich muss auch dann vielleicht muss ich da noch eine extra Mauer drum machen und dann ein Tor dran machen oder so. Dass das irgendwie ja, extra alles abgegrenzt ist. Also nicht alles, aber. Hallo Base. Ich kann den auch schon jetzt. Die 3 Troller, oder nee, 3, wie heißen sie? Loxe. Nein, die 3. Nicht Trolle, wie heißt die grünen Kerle wieder? Kobolde. Kobolde, ich vergesse es immer wieder. Jo, die Welle. So, jetzt sind wir gleich durch die Bertha durch. Aua. Dann noch eine. Wer. Jetzt müssen wir nur noch bis zur Festung kommen. Aber das Meer beruhigt dich gerade ein bisschen. Warum tropft der Fein? Das ist ganz angenehm. Nevermind. Beruhigt dich gar nichts. Jo, das gibt Damage, das gibt definitiv Damage. Okay, wunderbar. Aua, jetzt gab's Damage. Da. Hast du mitgenommen? 4 Trolleblatt gemacht? Nee, also, Kobolde. Kobolde ist auch nicht Trolle. Na komm, Bo, du schaffst's noch. Gib alles. Jetzt fahre ich fast 20 Minuten auf dem Wasser, ey. Bis von da oben bis nach unten. Ja. Auf 18 Minuten, denke ich, bin ich bei dir drin. Also braucht man grob, wenn ich von hier bis hier, dann bis dahin dann nochmal, ich denke von der Mitte bis zum Rand eine halbe Stunde grob, ein bisschen mehr. Ja, komm, ist eine gute Schätzung, denke ich. Ganz grob. Also ich hatte, muss dazu sagen, ich hatte jetzt einmal den Buff und bis jetzt nur Wind hinter meinem Rücken, noch dazu. Also es war schon der schnellstmögliche Weg. Aua. Wieso? Ach. Blöd. Was ist los? Anstatt eine Schmiede habe ich das Steindings mitgebracht. Ach so. So. Wir sind fast da, aua Boot, bitte mach jetzt keinen Abgang. Geht noch. Nicht mehr viel. Frage ist, fahre ich direkt in den Hafen rein? Das Ding ist, da wir jetzt einen Hafen haben, brauchen wir eigentlich auch keinen Hafen mehr in der Festung. Nee. Und können da umstrukturieren. Könnte man machen. Aber ich habe auch keine Lust, die Festung nochmal neu zu bauen. Nö, das muss auch nicht. Nee, neu bauen nicht. Nee, ich überlege nur einen Hafen. Weil wenn den ganzen Hinterbereich, da kannst du ja auch richtig viel bauen, da könnte man dann wirklich noch einen großen Schlafplatz bauen. Also einen mit dem Drachenbell oder sowas, so ein königliches. So, kann ich einfach in den Hafen reinfahren?
Du kannst einfach reinfahren. Such dir eins aus, wo du willst. Ja, dann nehme ich aber das Kleine und nicht das Große. Ja. Ja, sag mal, was will er denn? Ich hab doch jetzt die Schmiede hier stehen. Warum kannst du die immer noch nicht kaputt machen? Wunderschön eingeparkt. Also, auf den Millimeter genau. So muss es sein. So, ich habe Eisen dabei. Ich klau mal kurz einen Karren. Ja, dafür steht er da. Habe ich extra hingestellt. Na komm, Welle, gib mir ein Stück. Komm schon. So. So. Bam. Wunderbar. Warum kann ich das Spinnrad nicht abbauen? Du musst, du brauchst nicht die Schmiede, du brauchst, den anderen Werktisch. Ach, der steht da, ja, der steht da draußen, ja, ich hab jetzt, stimmt. Der steht nämlich noch da draußen. So. Sesam, öffne dich. Kann ich mit dem Karren gescheit hier rausfahren? Oh, ja. Ja, sagst du so. Mit Anlauf und. Ja. Haben wir die Öfen jetzt hier draußen? Nee, ne? Noch nicht. Ja, okay. Ich hab mich gerade mit den Spindeln befasst. Dann fahre ich nochmal in die Festung rein. Ah, jetzt. Okay. So. Hatten wir nicht mehr als einen Ofen hier? Wieso fehlende Voraussetzungen? Ich hab doch alles aufgesammelt. Oder geht das bei der kaputt? Was? Nee. Das wäre natürlich blöde. Werkbank vielleicht fehlt dir. Es geht nicht kaputt, ganz sicher. Nee, der sagt, ich hab die. Oder habe ich zu viel getragen? Das kann natürlich sein. Dass ich es nicht aufgesammelt habe. So. Erstmal alles einsortieren. Fell. Gold. Das trade ich jetzt eher mal alles von mir durch. Also seine Kirche da direkt am Rand, am Strand, gefällt mir nicht, aber das ist halt so. Ich weiß nicht, was er baut. Das hat er zumindest jetzt mal ganz am Anfang gesagt, aber weiß ja, ob er noch dabei sein, ob das noch das ist. Ah, jetzt bin ich am Spawn. Ich brauche das Spawn. Ich brauche noch mal meinen Buff. Und dann mit dem neuen Buff. Einmal zum Händler. Hast du einen Buff bekommen? Nö. Mist. Ich dachte, ich wäre in Augen dran gewesen. Einmal schnell zum Händler hochrennen. Da hätte ich noch ein anderes Stuff mitnehmen können. Naja. Aber die Perlen muss ich auch behalten. Oder? Eigentlich ist eh egal, die Perle geben wir hier nur Gold. Ach komm. Ah nee, komm, ich verkaufe das alle. Dankeschön. So. Wo stellen wir denn die Öfen hin? Hast du jetzt die Öfen weggeräumt? Bitte was? Hast du jetzt die Öfen weggeräumt? Noch nicht, nein. Ich mache erstmal den Platz, wo sie hinkommen. Sehr gut. Und ist das ja Quatsch. Das ist richtig. Also Kohle.
schmeißen wir hier rein. Genau, wir brauchen auch wieder direkt mehr Kohle, Da in der anderen Truhe, wo die Spindel stand, ist noch Kohle drin. Nee, habe ich schon rausgeholt. Ach so, okay. Das ist schlecht. Verdammt, noch keine. Falke ist aber auch noch schlecht. Jawohl. So. Aber hat man noch irgendwo hier Kohle? Nein. Aber hier ist noch. Ah, das ist die für Killer. Vielen Dank. In die gleiche Kiste sollte ich was reinlegen? Was hatten wir gesagt? 19 Eisen? 19 Eisen braucht er noch. 19 Eisen wollte er, 19 Eisen kriegt er. So, Schwarzmetall. Ich wollte was testen. Sollte ich damit auch. Am Edelholz fehlt noch. Muss ich eh noch farmen gehen. Ey, was fehlt denn da? Edelholz. Oh Mann. Das Quadrat aufgefüllt und ist fertig. So, aber das hier weg, das hier weg. So, du da rein, du da rein. Und ab zum Spawn nochmal Edelholz farmen. Ja, da bin ich ja eigentlich ziemlich produktiv gewesen. Ich habe 150 Eisen gefarmt. Ja, das hat sich gelohnt. Hätte ein großes Boot gehabt, wäre es auch noch mehr gewesen. Mehr ging nicht. Sag mal, was brauchen wir für Nägel? Ich hab doch Nägel dabei gehabt. Wieso war das jetzt schon? Ach so, Edelholz. Edles Holz hab ich doch da. Ja, okay. Und das Schönste ist, der ganze Regen ist mal weg. Aber ich hab mir direkt wieder den Ausdauer abholen sollen. Der Ausguck macht man nicht. Ja. Ohne ausgeruht ist echt. Kannst direkt knicken, das ist schlimm. Ausgeruht ist echt wichtig. So und bam. Deswegen ist es eigentlich. Eigentlich immer so ein extra Raum machen, wo alles ist, und da kann man sich einmal ins Bett legen und so einen richtig krassen Ausgangsbuff holen. Hat auch was. Muss ich ja sagen. Wäre vielleicht auch sinnvoll für den Boss. Ja, ich überlege nur gerade, wohin. Da kriegt man. Geht kriegt nicht. Man auch irgendwie hin. Schade. Muss ich mal noch überlegen, vielleicht am. Montag oder Dienstag, wenn Bonn und Highwood mal da sind, sprechen. Renn damit dahin. Kohle. Sehr schön. Vier gutes Fleisch bekommen. Ein Holz dahin, Leder bekommen. So. Achso. Mal ein Schwarzmetall. Warum trage ich eigentlich die ganze Zeit so viel? Was wiegt denn so viel bei mir? Ach, das ist Gold. Das haben wir auch noch da. Montag wird schon was mit den. Wunderbar. Irgendwie überlege. Das Holz schmelze ich noch. Die Kette lege ich 5 da rein. So. Das, ich weiß nicht, wo der Rest hinkommt. Oder waren die Ketten hier? Ah, ne, die Ketten waren hier oben. Die auch mal da rein. Schlamm, Schlamm, Schlamm. Ja, hier rein, so. Die Därme kommen hier auch rein.
Der Schlüssel war hier. Schwarzmetall hier, so, so. Keine Kohle. Wunderbar. Es läuft ja wie am Schnürchen hier. Ich glaube, das ganze Gold. Eh keiner. Genauso wie den Kram. So viel Gold. Ich weiß gar nicht, ob ich mit dem ganzen Gold anfangen soll. Wenn du das nicht brauchst, kaufe ich mir was. Was willst du hier kaufen? Ich weiß gar nicht, ob mir den Fliegen irgendwas gibt. Ich muss mal gucken. Du bist so leise, Schleimkühler, Leute. Ich bin so leise, warum bin ich so leise? Nein, ich hab schon heute so laut, ich hab dich schon 50% lauter gedreht als sonst. Ich hab aber nichts anderes als sonst. Komisch. Komisch. Ach, da fehlt ja auch noch was da oben. Fällt mir gerade auf. Nee, hier noch so einen Mini-Halter machen? Nee. Genau, und den Donnerstein. Da bin ich ja noch gar nicht fertig mit meinem Häuschen, sehe ich gerade. Hallo? Was? Noch nicht fertig mit deinem Häuschen? Ah, da wären auch noch 5 Rubine drin gewesen. Was soll's. Aber erst willst du dahin. Hier dahin. Das Geld kommt da rein. Es ist so viel Eisen, es dauert ewig, bis es geschmolzen ist. Da müssen wir uns alles händig reintun. Halt's da rein, so die Angelroute. Ich weiß auch nicht, die habe ich. Falls du die kaufen wolltest, die Angelroute habe ich schon. Gerne ausleihen. Bin ich mir nicht sicher, aber ich meine, die hätte ich auch gekauft schon. Die Angelroute und ein Fleisch habe ich mir gekauft. Warte, habe ich die Angelroute nicht? Ah, weiß ich nicht. Benutzt habe ich sie noch nicht. Benutzt habe ich sie auch noch nicht. Das weiß ich. Das habe ich auch noch nicht getan. Also ich habe überlegt. Muss ich mal gucken. Ja, hier sehe ich nichts. Wo ist denn der Kohlemeißel da? Die Idee war. Man könnte hier jetzt ein größeres Tor reinmachen, weil hier nicht mehr so ein Hafending ist. Das Ding kann auch weg. Und dann kann man hier einen Schlafsaal machen. Theoretisch. Hier nochmal so ein Balkon am Wasser oder so. Und da kann man es auch noch halt nutzen. War der Plan. Also war kein Plan, aber könnte man jetzt einen Plan machen. Ja, muss ich mit anderen nochmal sprechen. Ein bisschen Schwarzmetallfarben. Ja. Haben wir noch ein bisschen was. Ich brauche rein theoretisch noch 30, um ein Schwert abzugraden, aber so nicht sein. Schwarzmetall. Ja, wenn ich wollen würde. Okay. Aber ihr braucht ja auch noch, also. Alles gut. Moin Finn! Die Felder könnte ich auch eigentlich ernten noch. Ach, so viel zu tun. Aus dem Maultaschenstopp. Oh, Freudigen Stufe 1. Pfeiler richtig ausrüsten. Oh yeah.
zwei Metall direkt geholt. Dann ist noch einer. Oh, ne, bitte sieh mich nicht, bitte sieh mich nicht. So, hab ich genau vorgesehen. Aber gerade so. Stand hier nicht mal ein Steinmetz? Und hier haben Stein ab. Oh, die haben wir wirklich abgehauen. Die Blöden. Jetzt brauchst du sogar schon an. Ja, ich die Lücken wieder auffüllen, was die. Achso. Die vorhin kaputt gemacht haben. Wir haben mittlerweile schon richtig viel Mehl. Wir könnten rein theoretisch mittlerweile schon einiges kochen. Also backen, Entschuldigung. Eine Bäckerei müssen wir noch machen. Ja, das hab ich grad vor. So, Kobolde. Nein, nicht Bienen. Zwei sogar noch. Da sind Kobolde, ich hab's gehört. Aber erst die Biene. Och, ich hab verfehlt. Warum bewegt sich seltsam? Wie, wo war ich eben? Hast du in meine Richtung geschossen eben? Nein. Weil hier lagen eben zwei Flachso auf einmal, boop. Komisch. Hallo. Ich hab dich vorgesehen, Biene. Ah. Moskito, Entschuldigung. Todes Moskito, nicht Biene. Ich krieg das Biene nicht mehr aus meinem Kopf. Keine Chance. Der Mehl ist wirklich viel da, ey. Ja, ich habe mir aber noch nicht ausgegeben. Ich habe die ganze Zeit gesammelt und reingeworfen. Du kriegst auch richtig viele Getreide raus. Beim Flachs kriegst du immer nur zwei, also zwei raus aus einem. Also kannst du eins wieder anbauen und kriegst eins auf Plus quasi. Aber beim Kreiden kriegst du manchmal viel mehr raus. Was sehr praktisch ist. Und dann kann man bald, also so viel wie wir haben, können wir wirklich bald eine Brotproduktion starten. Und kann es sein, dass Teer nachwächst? Na, glitzert zumindest was drin. Das Teer? Ja, ja. Ja, ich meine, wir hätten das alles weggemacht. Kann auch sein. Aua, Mann, ich hab doch... Und dann spawnen die immer wieder, die Blöden. Weil die sind auch ganz anständig. Ja, ich glaube, die killen mich jetzt sogar. Was? Naja, wenn ich jetzt... Ich muss demnächst noch ausweichen. Na, sie haben mich getroffen. Nee. Komm schon, einmal noch. Nein, ich war doch so kurz davor. Echt, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ich bin tot wieder. Ja, der Slow ist so nervig. Hätte ich mir eine normale Rüstung an, dann wäre ich nicht so langsam, so arschlangsam. Ja, ich hätte einfach kämpfen sollen, die Teddy. Blöde Scheiße, ey. Ach, und den Wolfspelz wollte ich noch platzieren. Jetzt habe ich hier alles verloren, was ich heute gefarmt habe. Ah. Kommen jetzt auch noch Trolle. Kobolde. Entschuldigung. So, und jetzt wollte ich nach dem Schleim gucken, wo du getotet bist. Alles gut, da waren zwei Stück und eine Biene. Ich gehe gleich selber hin, alles gut. So, da geht's. Die Biene hast du gekillt? Nee. Doch, doch, der Stachel liegt neben deinem Grab. Dann haben die anderen die gekillt. Oh, da kommt schon wieder. Ja, einen habe ich noch angeschossen, aber... Die sind so ewig schnell, die Dreckdinge. Ja, die springen so richtig weit. Da müssen wir mal die Teergrube hier leer machen. Aber jetzt hat er mich auch noch erwischt, hey, der. Ja, ist ja gut, wenn die neu spawnen. Kann man die farmen. Wir haben genug. Ich habe nur nicht damit gerechnet, dass sie mich angreifen. Ich habe gerade nicht hingeguckt und dann haben sie mich... Ich bin gleich tot, hey. Warum ist denn jetzt hingegangen? Da kommt wieder die her, ne? Das gibt's ja wohl gar nicht, Mann. Warum bist du denn jetzt da hingegangen?
Ja, ich wollte dir eigentlich helfen, aber jetzt sterbe ich selbst. Es sind vier Kobold da in meinem Grab. Genau an meinem Grab. Was ist das denn? Die wollte ich doch eigentlich farmen. So, ein bisschen roundabout. Nee, der tötet mich. Der ist... Ah, ich habe den Buff gesteckt. Aber der hilft mir doch nicht viel. So, jetzt muss ich nur gucken, wie ich mich wieder anziehen kann. Erstmal muss ich essen. Gerade so ausgeglichen. Einmal noch. Sehr gut. Sprinte. Jetzt hab ich dich aber. Du killst mich zwar, aber ich hab dich. Nein, ich hab nicht. Okay, erstmal fühle ich mich stärker. Scheiße. Das ist schon mal was. Scheiße. Okay, der erste Teil aus dem Ding gezogen. Jetzt hab ich ihn, 28 HP. Ah, ich hab ihn. Der zweite, und lebe noch. Der dritte. Und der Umhang. Zieh ihn an! Jawohl. Okay, komm her, Kobold. So, wo ist der Rest deiner Familie? Hau zu! So. Muss der Rest von deinen Kollegen abgehauen, oder was? Sind Skelette. Irgendwo ist schon wieder ein Slime. Dann sehe ich eine Biene, die mich angreift. Ich habe keine Ausdauer gehabt. Komm her jetzt. Na, Kobold. Komm her. Hast mich auch schon gesehen, hast mich auch schon gesehen. Achtung, da ist noch eine. Ja, ja, alles gut. Bau ruhig weiter. Ich hab kein Problem mit dem Kobold. Da kommen noch mehr, die schnapp ich mir auch direkt. Weil die sind an dem Loks dran, den will ich nicht erschrecken. Den willst du jetzt nicht erschrecken und schießen in den Arsch? Nee, ich hab den Kobold angeschossen. Warum greifst du jetzt mich an, Loks? Ich hab die Kobold angegriffen. Was ist denn falsch mit dir? Der Loks hat kein einziges Leben verloren, nur der Kobold. Komm her. Aber Loks, du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Bin busy, aber... Loks, ich will doch gar nichts von dir. Verzieh dich doch einfach. So ein blödes, dummes Vieh. Ich weiß, warum dich Hyrule adoptiert hat. Bad, kommt er? Ja, ich weiß nicht, was der will. Einfach weg von der Base laufen. Er ist immer noch hinter dir. Ich hab gehofft, dass der... Vielleicht mal die Schwarzschleim den... Ja, hier ist kein Schwarzschleim mehr. Und ich sehe auch keine Kobolde mehr. Ich höre es aber blubbern. Ja, der Teer, der blubbert. Na, Kobolde, wo seid ihr so? Ich höre euch doch, komm. Biene! Mann! Diese schöne Biene! Bin tot. Was? Ja. Ach, angefangen mit diesem schönen Loks, ich sag's dir. Der Loks ist... Ach, warum besteht er in unserer Festung? Der muss raus. Das ist ein Fluch. Schon wieder ein Pudding. Ich bin dafür, wir verbannen Loks aus unserer Festung. Ich ziehe auf einen blöden Kobold, dann kommt direkt links um die Ecke so eine schöne Biene. Ich bin schon wieder gestorben. Warum esse ich eigentlich meine Schlangensuppe nicht? Boah, drei. Ich bin viel zu geizig, scheiß Schlangensuppe zu essen, ja. Wieder einen Fehler bezahlt.
Also Schwarzmetall habe ich jetzt viel gesammelt, hey. Ja, ich habe auch noch einiges. Warum esse ich die Trophäe, die kann er behalten. Ja, die braucht keiner. Da vorne ist wieder so ein schöner schwarzer Schleim. Wo bist denn du da? Ich nicht sehe, du bist durch den Nebel durchbacken. Nee, doch nicht. Ich weiß nicht, was ist. Irgendwas. Nee. Oh, ist doch kein Schleim. Jetzt bist du aber dreimal gestorben. Das nee, kostet. Zweimal. Und nicht der. Oh, fast nochmal. Ja, ich weiß, dass es Level kostet. Das musst du mir nicht sagen. So, ich habe alles verloren, was ich heute gesammelt habe. Geh weg. Geh mir auf den Sack. Ah, okay, kommt los. Hörst du schon wieder die Kerle? Die sind bei mir immer noch. Kommt her, fünf Stück. Jetzt haut auf, Zorn. Jetzt die ganze Zeit hier wieder her. Warum ist ein Loks hinter dir? Ach so, Loks. Boah, der killt mich. Naja, Lokse sind schlimmer als die Kobolde. So, alles andere von Kobolden sind halt tot. Und der Lok stirbt jetzt auch noch, komm. Der Loks hat keine. Ich habe 16 Schwarzmetall gerade gesammelt. Der Loks stirbt jetzt. Ochsen sind das mit Abstand schlimmste, was hier existiert. Schlimmer als Biene. Verängstigt aggressiv? Ja, besser ist es. Stirbst bald. Danach machen wir auf den Server zu. Ausdauer. Das hat gesessen. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Aha. Noch ein paar verpasst eben. Na, also jetzt haben wir doch fast down, Mann. Ja, der stirbt jetzt. So, oh, Scheißvieh, Alter. Einer mag dich, Mann. Jetzt gehen wir mal zurück zur Festung. Wo ist denn die überhaupt? Ich hab keine Ahnung. Ja. Wo ist unsere Festung? Ich sehe sie auch nicht. Ich habe 16 Schwarzmetalle gesammelt. Hier, in beider Richtung. Nein, ich habe hier noch Schwarzmetall gefunden. 17 Schwarzmetall. Ich habe auch 11. Ich habe jetzt auch über 30. Eieiei. Ich habe Tor aufgelassen, ne? Ja, ja, ich mach's gleich zu. Warum hat der jetzt andere geöffnet? Hast du andere Tor auch aufgelassen? Ja. Weiß ich jetzt nicht. Es schließt. Falls Baggy noch da ist. Gib mir noch eine Minute. Ich will nochmal einen Scheiß hier alles wegräumen. Du sagst so, oh lol, als wäre es jetzt irgendwie spontan gekommen, dass der Server schließt. Ja, ist eine Überraschung, dass ausnahmsweise mal der Server schließt. Nie so, für dich ist es spontan gekommen. Ich hab da 5 Stunden angekündigt. So, alles gut. Ich war kurz auf Vollmut. Einmal mit Profis. Loks vielleicht noch. Das Geld dahin. Pelze. Ich hör doch mal wieder so einen Kreislauf. Entschuldigung. Ja, das ist wahrscheinlich. Ja, vielleicht was Besseres gemütlich war es. Wir haben die Lokse fertig gemacht. Wortwörtlich. So, was habe ich so. Dann verloren? Ich war über Sprinten 43. Jetzt ist hier eine Biene.
Ich habe noch keinen Fähigkeit dazu. Ich habe uns noch mehr verloren. Nur diese Lochse, ohne Spaß. Ne, die werden alle sterben morgen. Selbst Highwolves. Alle. Alle. Jetzt habe ich hier eine Biene in meiner Hütte. Wir brauchen mehr Kohle, Meile. Ja, da baue ich. Jetzt habe ich eine Kugel kaputt geklopft. Wir haben nur einen für zwei Öfen. Das wird so nix. Na sag schon. Ja. Die Augen habe ich noch. Augen habe ich noch genug. Augen? Was? Die Augen, sag ich, die, wie heißen sie denn? Die Surtling-Kerne. Ja, davon haben wir auch noch hier 20 Stück in den Kisten. Ja, dann das ist nichts kann Problem. Ich doch dann kann ich doch dann bauen, das ist doch gut. Ja, ja. Dann mache ich das am Montag. So, jetzt Server zu oder nicht? Ja, ja, Server zu. Warum ist hier Getreide und ich hab's nicht ganz gepackt. Hast nicht gepackt? Meine 100.000 Häschen heute voll zu machen. Achso. Nicht ganz. Ja, pack noch kurz das Eisen weg. 99.890. Am VIP hast du schon. Tja. Was hab ich? VIP hast du schon, hast du schon gekauft, hab ich gedacht. Die hab ich vorher schon. Ich hab schon 100.000. Ja gut, ich mach das Hör zu, ne? Alles klaro. Ach, Mann. Na gut. Ja, ich bin auch direkt fürs Zuschauen. Wir sehen uns Montag spätestens wieder, genau. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.